Go. Halli, hallo, Hallöchen. Es ist wieder Samstag. Es ist wieder Livestream. Letzten Samstag ausgefallen, aber diesen Samstag umso besser, natürlich. Wir sind auf dem gut hohen Luko. Und ja, die Arbeiter sind schon zahlreich eingetroffen. Wir haben dabei den Landmann, der Sachsenbauer, Hallo, Glück auf zusammen. Ralle. Irgendwie habe ich Brauch keinen los. Ton von die. Und Azubi Holger. Hallo, guten Abend. So, wieso sind denn die anderen, sind die jetzt still oder habe ich irgendwas kaputt gemacht? Also den Landmann Aha. habe ich nicht gehört und den Ralle habe ich nicht gehört. Ich bin eigentlich da. Ja, Doch, jetzt höre ich dich. jetzt hört man dich, meine Güte. Als ob dir die Sprache schon mal verschlagen hat. Na. Jens, sagst du auch mal noch was, bitte? Halli, hallo, Hallöchen. Den Es höre ich ist wieder nicht. Ich auch Samstag, nicht. es ist wieder Livestream. Ich höre Hat mich sich aber selber. Letzten Samstag ausgefallen, aber nicht diesen Samstag gemutet. umso besser, natürlich. So, warte mal, irgendwie höre ich mich überall selber. Jens, schau mich mal an, wenn du mich hörst. So, er springt, er hüpft, aber man hört ihn nicht. Wahrscheinlich hat er sein Mikro wieder nach hinten gemacht. Im anderen Raum oder so. Okay, heute ist eigentlich Mais angesagt. Maisparty, wie sie es ja immer so schön im LS schimpfen. Wir werden heute Mais häckseln auf dem gut hohen Luko. Wir haben das Feld Nummer 3. Das sind so circa, wenn ich es noch im Kopf habe, um die 60 Hektar. Da weiß ich aber nicht mehr genau. Ich glaube, irgendwie so war das. Bloß. Bloß, oder war das mehr? Das reicht. Okay. Unser Drescher ist leider bei der Reparatur kaputt gegangen. Der steht noch in der Werkstatt. Der New Holland, wir mussten uns schnell noch einen anderen besorgen beim Händler. Der hat uns da einen geliehen. Eigentlich nagelneu. Ordentlich PS und das Ding werden wir heute im Einsatz sehen. Dann haben wir noch Discord-Problem. Was haben wir noch? Sagt der Jens. Okay, kriegen wir noch hin. Also er ist da, er hört uns vielleicht. Oder auch nicht. Genau, hier haben wir noch was Spezielles, muss ich gerade mal zeigen. Hier haben wir so einen Anaburger Anhänger und den kann man hinten hochmachen. Sieht zwar lustig aus, aber jetzt kann man hier mit dem Anhänger drunter fahren und man kann die anderen. Man kann eigentlich damit überladen. Wir wollen mit dem eigentlich, der Häcksler füllt immer den Anhänger und wir laden dann damit unsere Anhänger, die nachher zum Silo fahren. Das wäre eigentlich der Plan. Mal gucken, ob das so funktioniert. So. Sieht auf jeden Fall spektakulär aus, das Teil. Genau. Ich weiß gar nicht, warum die Stützen oben sind. Die sollten eigentlich unten sein. So ist es gefährlich. Also der Plan oder warum es eigentlich solche Anhänger gibt, das ist, damit der Dreck auf dem Acker bleibt. Man fährt mit denen am Feldrand hin und lädt dann über und macht da nicht, verteilt da nicht den ganzen Dreck auf der Straße. Und so wollen wir es heute auch mal versuchen zu praktizieren. Wir haben einen kleinen Trecker mit Zwillingsbereifung davor gehangen, damit wir da ordentlich durchkommen. Klein. Ja. Nee, das sieht schon gewaltig aus. Mächtig gewaltig, würde Egon Olsen sagen. Genau. Ja, ich würde sagen, wir starten mal die Geräte. Möchte sich einer freiwillig melden für den Häcksler? Ich weiß nicht. Niemand? Okay. Okay. Dann setze ich mich rein. Also, ja. Okay. Ich nehme mir dann auch was, was übrig bleibt. Ich würde mal ganz kurz auf den Chat schauen, wer da schon alles so hier Aha, zugange ja, ist. genau, der Chef. Also, hallo, Philipp Schnee, Markus Koch, Felix Locherer, Dark Wolf 22, Sebastian M., Rupert Brunner. Jo, und dann sind wir erstmal durch. Schönen guten Abend, schön seid ihr alle da. Schön, dass wir alle zusammen hier einen geilen Abend verbringen können. Das hast du Das schön war's. gesagt. Ich grüße auch Ne? noch die Leute, Sebastian M., Sassi Z, Daniel Janisch und Michael Luik. Hallöchen, schönen guten Abend, schön, schau dir rein.
Genau, möchte denn sich einer hier versuchen mit diesem Anhänger oder soll ich das mal machen? Ja, ich kann es versuchen. Genau. Genau, dann geht es eigentlich schon los. Und Ralle, ich habe gedacht, wir fangen hier hinter der Halle, wenn du hier eigentlich die Straße hinter dir reinfährst, kommst du eigentlich schon direkt zum Feld. Ich gehe gleich rechts, sagst du. Also hier Ja, rechts machen und dahinter der Halle geht es eigentlich los und dann könnten wir eigentlich das Vorgewende machen und ich glaube, wir suchen uns noch einen Platz, wo wir nachher überladen, ja. vielleicht oben und unten an den langen Seiten da eine Fläche frei machen, wo wir dann schön überladen können. Was mir noch einfällt, habt ihr alle geguckt, dass alles getankt ist? Also, wisst ihr nicht. Nein, Traktoren sind nicht getankt. Der kaputte Drescher ist getankt. Häcksler ist getankt. Sonst Super. kann das natürlich traktormäßig ein bisschen. Also eine Fahrt ist sicher drin, ohne zu tanken. Und dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Packen, ja. So, na gut. An die Leute, die jetzt bei mir auf dem Kanal reinschauen, hätte ich gerne mal eine Bitte und ein kleines Feedback, Tonbild, okay. Und bei Mike sicherlich dasselbe. Sind wir alle gut zu hören, zu sehen? Das wäre mal ganz cool. Genau. Wo kann man denn hier tanken? So. Tanken Hier drinnen in könnte man der. eigentlich da drin, wo der kaputte Häcksler steht. Ja. Aber ich weiß nicht, ob du da mit Zwillingsbereifung durchkommst. Wer schiebt mal mit? Du könntest aber von der Unterseite der Halle ranfahren, da könnte das vielleicht reichen zum Tanken. So, irgendein Test. Weißt, Testwert. laufen tut er ja, der Drescher. Einfach die Hydraulikpumpen sind kaputt. Mike, wolltest du rechts von der Halle, die quer zum Feld ist, hinten ran? Warum Ja, rechts du wieder, kommst oder? ja. So, könnt ihr mich jetzt hören? Ja. Oh, sehr, sehr laut sogar. Ja, Bei mir ist optimal. das Problem war, ich habe eine Webcam mit Mikrofon dran und die hat sich jetzt dazwischen gehängt und die hat mir das Mikrofon abgeschalten. Keine Ahnung warum. Das kriegt man hin. Super, ist Jetzt muss ich die Webcam erstmal ausstecken. Ah, so. so, jetzt muss ich den noch mal kurz ein bisschen leiser machen. Ja. Sonst fliegen mir komplett die Ohren außen. Keine Ahnung, warum sich die Webcam da dazwischen geklemmt hat jetzt. Die hat irgendwie noch nie gehabt. Ich habe immer nur als Bildübertragung gehabt, nicht als Tonübertragung, aber die hat halt auch ein Mikrofon, der Webcam. Deswegen hat die sich wahrscheinlich jetzt dazwischen geschalten. So ist es gut. Okay. So bist du nicht zu laut. So, jetzt. Oh, jetzt wird's spannend hier. Oh. Mit dem Anhänger hier rein. Na super. Ne, mit passt nicht. Müsste aber reichen zum Tanken. Ne, geht nicht. Au! Ja, ist die erste Aufgabe für den Azubi. Ja. Ich dachte, das war Bier holen. Aha, die zweite Aufgabe. Genau. Ja, tanken und Bier holen ist ja fast dasselbe. Geht immer noch nicht. Nein. Dann wirst du wohl mal den. Komm mal her. Bleib mal so stehen, ich koppel dir den mal ab. Und probier das dann mal ohne hier. Ich So. grüße noch Black Wolf, Cedric, Erhard, Mr. Martin Joe, Kürbis 55 und Christoph Finn. Hallöchen. So, irgendwie. Jetzt höre ich es plätschern. Ja, hier draußen mit Filter. Oder pinkelt da einer irgendwo einen Baum? Ich lade gerade Bier. Ha, sehr gut. Sehr gut. Ja, das geht ja mal noch. So, hänge ich dir das Ding wieder dran? Hat die Werkstatt noch geöffnet? Na klar. Stopp! Weil der Johnny ist schon ein bisschen kaputt hier. Super. Danke. Auf geht's! Johnny kaputt? Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch schon im Satzbau was falsch. John Deere kaputt.
Geht doch gar nicht. 40% ja, brauchen heute Geschwindigkeit. So, gucke ich noch mal kurz auf den Chat. J-I oder G oder Jai Mini ist noch da. Guten Abend, Bild und Ton okay. Danke fürs Feedback. Stefan Schmidt. Und Robert Brunner fragt natürlich schon, wo ich den Neuner Deutz her habe auf der Gamsberg. Ja, den habe ich von Forbidden Mods, direkt vom Forbidden Mods Team ist der. Gehst auf FBM Mods, findest du den. Ja, Mike, da wurde schon bei mir unter dem Video gesagt, dass sich den einige Leute hier auf dieser Karte auch wünschen. Diesen schönen, schwarzen, großen, fetten Deutz. Mhm. Ja, da müssen wir mal schauen, was wir da machen können. Kostet ordentlich Asche. Mit gutem Motor. Über 300.000, aber geiles Ding. So, der Ralle fährt jetzt den Häcksler. Der Holger fährt diesen Überladewagen. Genau. Und jetzt brauchen wir noch was. Ja, abfahren ist jetzt, denke ich, noch nicht. Ja, hier ist noch das Ding da. Das Ding hier, der Klaas. Ich bin noch mit Johnny in der Werkstatt. Der Holger kann ja schon mal zum Häcksler, wenn er den findet. Ja. Wir haben doch auch noch so einen anderen Wagen von Klaas, ne? Müssen wir den Ladewagen nehmen? Wo ist denn der andere? Weiß ich wo. Hol ich. Wieso, was ist mit dem Ladewagen nicht gut? Weiß nicht, ob da mehr reingeht in den anderen. Dachte ich. Ich gesagt, dass nichts gut ist. Aber Rea Mod und so. Ja, wir wollen ja eigentlich nicht auf dem Feld. Ich weiß noch nicht, wie, ob der Plan überhaupt aufgeht. Ich könnte mir noch vorstellen, dass wir noch einen zweiten von den Überladern mal brauchen könnten. Und das könnte wahrscheinlich auf diese Distanz, ich weiß nicht, wie weit er kommt mit einem Sonnen. So, Ralli, ich bin bereit. Gut. Ich versuche mal. Ich bin eine hohe Speed bei 70, 80 ms. Ich kann schon am Hacken. Versuchen wir mal ein Glück. Bei mir heute komischerweise auch. Jetzt ruckelt es auch wieder auf der Karte. Vorhin war es ganz still. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Oh, für dich hoffe ich. Hoffentlich fließende Pit. Bei mir ist es echt hart gerade. Du bremst ab und zu. Naja, weil sonst ist nicht, dann mal macht, wie ich möchte. Oh, jetzt muss ich ein bisschen langsam. Oh, ist das fies. Oder? Ja, vielleicht, wenn du nachher ein bisschen vom Hof weg bist, bei den ganzen Geräten, vielleicht geht es dann besser. Setz mal kurz ein Stück zurück. Ja. Derbe. Kann ich mal sagen, was der jetzt fährt? 14. 14? Mhm. Stellst du gerade ein? Ja, Moment. Okay. 14, eigentlich sollte da glaube ich bloß 10 laufen. Ich bin an 14. Beim Gebiss hätte ich gemeint. Stand es vorhin da. Okay, vielleicht hat das noch getuned. Ich habe keine Ahnung. Aber es stand Arbeitsgeschwindigkeit 10. So, René, ich fahre noch mal kurz zum Händler. Aha. Und mal ein Tempomat drin. So, wie kommen wir denn jetzt hier auf den Acker? Wo seid denn ihr rausgefahren? Ach, hier hinter mir. Okay. Rückwärts schieben. Ja, ich denke auch, dass der eine komplette Bahn lang durch gar nicht hinkommt. Sorry. Es geht nach rein in den Überlader.
Puh, 56 oder so. Warte mal, ich kann es dir gerade sagen. Okay. Haben sie gleich so ab. Also ihr fahrt gegen Uhrzeigersinn, okay. Wie viel hast du denn jetzt drin, Holger? Bloß, dass man mal so ein Gefühl kriegt. 22.000. Doch schon, auf dem kurzen Stück. Heilige Kacke. Okay, ich mach mich auf den Weg. Ja. So, ich hab den Tempomat an. Ich bin gespannt, ob das gleich besser wird, weg vom Hoffweg. Jetzt muss ich mal gucken, ob der Katorix eigentlich, das wollte ich nämlich eigentlich vorhin machen, ob der im Discord ist. Krieg ich den Tempomat nicht eingestellt? Nee. Auf der Tastatur oben 1-2 Geschwindigkeit einstellen. Ja, warte mal kurz. Jo, warte mal dann. Scheint besser zu werden. Auf dem Ruckeln. Cool, der Verkehr ist auch an. Super. Schön zu wissen. Also heute haben wir Verkehr auf der Karte. Das war ein Rocket so. Du hast da nichts gesagt, dass das rhythmisch war. Das Ruckeln. Das ist im Darkroom auch nicht rhythmisch. Alles klar. So, heuer scheint zu laufen. Zwar ein bisschen ruckelig, wie auf dem Amiga hier, aber wie das mal. Fahr jetzt trotzdem mal den Jungs ein bisschen hinterher, weil sonst ist es für die, die hier reinschauen, ein bisschen arg langweilig. Du machst jetzt nicht den Trecker wieder dreckig, den haben wir extra gewaschen für heute. Ich trag den über den Acker. Aber die fahren ja an der Straße lang, oder? Ja. Gegenüber vom Feld 9. So, stehen wir doch gut hier. Gut, na dann gucken wir nochmal auf den Chat. Die haben wir alle schon begrüßt. 80%. Der Michael Luig ist noch da, danke fürs Like. Und der Malte Wolf schaut noch ein. Na super. Freue ich mich. Oh, ich glaube, wir müssen noch eine Sense nochmal angehen. Was ist denn, wenn wir den Verkehr rausnehmen, ob es besser wird? 90%? Müsste besser werden, theoretisch. Ich bin hier bei der 70, 80, das ist echt. Bei mir war heute auch komisch, also ich hab dich normal an. Ist aus. Danke. Okay. 97. Jens, du bist ja jetzt vorne beim Häcksler ja, mit, ne? Ich tut gleich ablösen, ja. Gleich voll. Gut. 98. Da komm ich mal die Straße vorgefahren. 99. 100, stopp. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier deichseln hier. Warte mal, ich will da mal mit gucken kommen. Wartet mal kurz, bin sofort da. Wir stehen. Das will ich sehen jetzt mit dem Überladen hier. Müssen wir gucken, wie wir das am besten machen. Ja. Ich schmeiß jetzt hier den Warnblinker rein. Normal, wenn ich jetzt mich so hinstelle, müsste ich. Und gut ist. Ja. Genau, blöde Bäume sieht man jetzt so blöd, gell? Kettensäge. Mike, bringst du noch eine Kettensäge mit? Ja, ist zu spät. Der Häcksler, der hat genug PS. Das ist einfach ja, durch. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Boah. Sieht ja cool aus. So, seid ihr schon dran oder soll wartet ihr noch? Fahren, oder soll ich, doch rangieren? Ich kann nicht mehr fahren. Gut, dann soll ich ein bisschen rangieren. Das Problem ist, ich sehe wirklich gar nichts. Also ich würde da auf jeden Fall sagen, dass wir zwei Bahnen Vorgewende fahren, oder? Dass wir da Platz haben. Auf jeden Fall. Zum Überladen hier. Ja, wir machen dann so einen Überladepunkt, wo wir eigentlich hinfahren könnten. Würde ich sagen. Oh. Weißt? Oder so, wenn wir es schaffen. Jetzt haben wir den zweiten Anhänger. Und dann, ja, könnte man ja so einen Überladepunkt irgendwie machen, wo vielleicht keine Bäume sind. Wenn du mal guckst,
wo die jetzt sind, also die haben noch nicht mal eine lange Bahn geschafft eigentlich, wenn das gerade rechnen ist. So. Das reicht immer noch nicht. Das reicht noch nicht. Du musst noch mal vor und du musst weiter ran. Ja, ich kann nicht von außen gucken, weil die ganzen Bäume das Laub. Tja, das ist Ernteeinsatz hier. Das läuft. Sieht alles noch nüchtern. Sieht auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. Ja, sehr schön. Ah, jetzt. Das ist doch cool. Geile Nummer. Das ist nix, ne? Also das ist Ertrag ohne Ende, was hier runterkommt. Bin leer. So, jetzt müssen wir einfach so einen Punkt haben, wo wir vielleicht am besten überladen können nachher. Vielleicht kommen wir irgendwo vorbei und sagen dann, da wäre es am besten. Ja, wir müssten dann erstmal rausfinden, ob man es eine Bahn komplett durchschafft in der Länge. Was ich bezweifle. Das bezweifle ich jetzt. Ralle, wie war das nochmal? 15? 14. 14. Okay. So, na gut. Also, ich werde mich dann mal langsam reinschwingen und dem ganzen Tross hier auf der Straße folgen. Wie eine große Oh, er hat jemand geschoben. Entschuldigung. Leute, ich hab ihn gerade zu meinem Kind. Oh, oh. So, 14 kann ich stimmen, Entschuldigung. Katorix schreibt noch, der schafft es nicht hier rein. Der kann sich nicht synchronisieren. Irgendeiner ist wahrscheinlich das Problem. Wahrscheinlich bin ich das Problem, weil ich immer so eine schlechte Internetleitung habe. Aber man weiß es nicht. Er kommt jedenfalls nicht rein, aber ja, das nächste Mal wahrscheinlich wieder. Zwei Schweizer gleichzeitig geht nicht. Geht nicht, nein. Das ist das Internet belegt hier. Wir haben bloß eine Leitung in der Schweiz. So, und Dark Wolf, du hast natürlich vollkommen recht. Vorhin habe ich auch noch gesagt, schaut bitte alle, ob ihr getankt habt. Was habe ich gemacht? Nicht geguckt. Die Kiste ist fast leer. Und repariert werden muss er auch. Also ich muss dann irgendwann auf dem Rückweg vom Silo mal beim Freddy vorbeischauen. Oh, viel Spaß beim Nachhauseschieben, der Träger ist uns schwerer. Na, das schafft er schon. Das schafft er schon. So, wir spielen auf dem Guthohen Luko. Juli Zielbauer fragt noch. Guthohen Luko, Vierfach-Map. Lars Hanschke. Lars Hanschke ist noch da, Hallöchen. Und Christoph Barleben. Oh, Mahlzeit. So, warte mal, Holger, ich setze noch mal kurz zurück. Ja, okay. So. Segnen wir die Kettensäge demnächst, ne? So, bei mir schaut noch der Enercon E115 rein. Enercon ist dieser Energiewürfel, weiß von Transformers, nur damit ich das nicht wieder vergesse. Ne? Aber siehst du, das behält man, so ein Scheiß kann man sich dann merken, ne? Ups. Boah, hier ist aber auch eine geile Ecke hier. Boah. Gucken wir mal ein Tempo an. Ja. Boah, geht ja gleich wieder um eine Ecke rum hier. Was ist das denn? Das sehe ich hier auf dem Zickzack oder was? Boah. Ja, wenn das nicht hackt, oder? Du musst ja noch ein zweites Kabel zum Lappi legen. Ja, wollen wir sonst tauschen mal mit dem Häcksler, oder? Also wenn ich bei jemandem flüssig laufe, würde ich gerne tauschen, so hart wie klingt. So, steig mal hier bei mir hinten in den Cerion ein und ich versuche mal, vielleicht läuft es bei mir. Keine Ahnung. Bin hier echt am lauf über mich rüber, das macht gar nichts. Das bin ich gewohnt. Das bin ich gewohnt, wenn alle auf mich drauf rumtrampeln. Such du mal dein Glück, vielleicht ist es besser. Ja, wenn nicht, müssen wir durchprobieren, bei wem es am besten läuft. Ja. Also bei mir ruckt es minimal. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich denn MS? 40 im Schnitt. So, ich muss mal warten, der Träger kommt gar nicht hinterher. Schmeißt da überhaupt was rein? Ja, der muss ein bisschen dichter auffahren. So, irgendwo
sollten sie? Der Mais ist doch, das ist doch genmanipuliert, so hoch wie der ist, oder? Ich sehe gar nichts. Sie sind nur Bäume und Mais. Doch. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfahre. Meine Güte. Noch nie so hohen Mais gesehen hier. Ist da irgendwas, ist doch hier schief gegangen. Er ist ja ein schön hoch, ja. Definitiv. Kannst du nicht drüber. Kommt das Monster hier. Oh. Sieh einfach, ich sehe gar nichts. Warte mal, oh, da ist ein Strommast. Irgendwo hänge ich, glaube ich. Ja, ich fahr zurück. Den Strommast, den nimmt er mit. Den nimmt er mit, okay. Der fliegt mit durch das den Turm. Das ist doch Internetleitung hier, oder? So, also bei mir zeigt es 10 an, wenn ich Vollgas fahre. Ja, ich habe auch 10. Okay. Wie viel habt ihr jetzt drin in dem Ding hier? So, da ist auch mal was abbekommen. Na schön. 67%. Okay, dann komme ich bis zur nächsten Tasche vorgefahren. Ja, jetzt ruckt es bei mir auch. Warte, ich fahr mal ein Stück zurück. Ja. So, was machst du denn da, Klaus? Immer such jetzt mal einen Platz, wo wir überladen und klau mir nicht immer das Zeugs hier. Wer klaut denn hier was? Du bist ja schon halb voll, oder nicht? So oft wie ich da schon das reingespuckt habe. 17 Liter, das nennt er halb voll. Eben nicht von Anhänger gesprochen. 17 Liter hast du schon, Intus? Boah. Dafür fahre ich aber noch gut, oder? Sehr gut, ja. 80%. Ja, ich muss ja zurückfahren. Habe ja gerade Meckern gekriegt hier. Ich verstecke mich jetzt hinter dem Haus hier. Ja, überladen, das wird wieder schwierig hier, weil hier ist nirgendwo Platz. Was sind wir denn jetzt? Bis zur Ecke hoch ist noch weit. Das schaffen wir nicht. Also müsst ihr jetzt, entweder macht ihr hier mal noch eine kleine Tasche. Ich fahr mal hier bis zum anderen Haus und dann komme ich mal wieder zurück oder so. Genau, dass er an der Straße hier jetzt mal ein bisschen Platz macht. Sonst wird das nix hier. Und dann kannst du ja im Prinzip mit Ralle weiterfahren und ich mach mit Holger hier den Austausch der Häckselgüter. Der Häckselgüter, jawohl. Maiko, willst du hin? Aha. Ja. Wollte ich jetzt auch fragen gerade, aber... Ja, ich wollte hier jetzt zum anderen Gehöft, sorry. Habe ich, und dann wieder zurück. Ja, geht schon. Wir putzen nachher doch die Straße, das bringt alles nichts, wenn wir arbeiten. Ralle, ich komme mal zu dir, wir gucken mal ein bisschen hier. Machen wir das gleiche Hemd an, René. Oh, aber du hast einen anderen mit. Ja, das Gelbe eine Krone mit. Nagelriese, ich hab zwecks dem Mais so halb gewählt. Ja, ja. Ach, also selbst in dem Xerion, du kannst ja gar nicht drüber gucken hier. Alter Schwede. 98. 100. Oh, ich muss raus hier. Na, dann springen wir aber schnell, ne? So. Ah, ich muss raus. So. Wenn ich fahr mal eine Schleife hinter mir. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass Mike ja sonst noch mal eine Bahn zurückfährt. Das war der Plan. Das kann man in Ruhe dann überladen. Ah, okay. Oder, Holger, du kommst rückwärts. Komm, wir machen das. Ich habe eine Idee. Du kommst einfach rückwärts auf der Straße lang geschoben und ich stelle mich ja quer auf die Straße. Dann geht das. So. Sollte das funktionieren hier? Alles an, was blinken kann. Hä? Ist jetzt nochmal um, Mike, oder? Ja, ich dreh nochmal um. Ah, fahr doch rückwärts. Okay, fahr bloß einen Vorschlag. Boah, jetzt ist hier noch ein Baum im Weg. Warte mal, einen Moment, ich bin gleich bei dir. So, ja, Christoph Barleben schaut noch rein und schreibt, Mahlzeit Jungs, super Folge von der Schwarzen Pumpe und ihr seid super Jungs. Dankeschön. So, hau rein das Zeug. Bei mir ist noch Sachsen Gamer
Und Juli Zielbauer fragt, auf dem PC oder PS4? Auf dem PC spielen wir. So, bis Ralle kommt, kann ich mir noch eine Hülse hinterziehen. Oder mal, ich muss hier mal kurz. So, voll. Du bist ja nicht noch nicht ganz, aber fast. Wie fährst du jetzt? 51 gehen hier rein, okay. Ja. Wenn du nochmal dann ein Stück vorfahren könntest wieder, dann würde ich hier drehen und die Straße zurück. Jens, fahr durch. Ja, ja. Da in der Ruhe rangieren kannst. Genau, so machen wir das. Oh, das ist der Licht- der Strommast. Okay, vielleicht kommt der Azubi einfach zu mir, dann könnte ich hier weitermachen. Ja, wird. Nee, ist das hart wie heute. Ich habe Ralle das Allradlenkung ausgeschalten, der kommt jetzt nirgendwo mehr rum. Ralle, das ist schon mal da. Ja, das so. Ist das, das Problem ist das Gehackte. Aha. Und das ist. Wir waren bei 70, 80 MS. Schade. Aber meist war es ja so, wenn es so geruckt hat, so ab 10 wurde es dann besser. Hoffen wir einfach mal. Hm, ist ja bald 10. Ja. Hm. 9:39. So, dann nehmen wir das hier dann nachher als Überladepunkt, oder was? Drehen wir wieder um. Dann haben wir ja da ordentlich Platz. Wo habt ihr das jetzt gemacht? Am letzten Gehöft oben? Nein, wir haben hier das von Gehöft zu Gehöft haben wir jetzt das Mais weggemacht. Ach so, freigelegt sozusagen. Freigelegt, genau. Ja, vielleicht ist es so blöd, ich weiß nicht, aber... Wir sind keine Profis. Das wäre ja auch noch zu schön. Einmal mit Profis. Ich muss jetzt mal gucken. Geh mal kurz immer aus dem Spiel raus. Das ist ja Wahnsinn hier. Sammel. So, der erste gibt schon auf. Seht ihr? So geht's. Ralle, aber bitte eine Ankündigung, wenn du reinkommst, ja, ja. Ne? Weil. Das könnte sonst böse enden hier. Richtig. Nee, ist kein Problem. Hier nicht fruchtet. Also da haben wir jetzt Spiel. Wenn wir einmal hier ein Vorgewende ringsherum haben, dann sind wir, dann ist der ist Livestream zu Ende. Das ist der Livestream zu Ende. Was ein Monsterfeld. Oh, was denn jetzt? Es hat aber einen fiesen Rucklock gegeben. Oh, der war fies. So, ich hau jetzt ein Tempomat rein und gib nur noch. Halt jetzt nicht mehr an. So, und die Idee ist ja schon danach, damit wir nachher mal wechseln oder so, oder? Ja, das sowieso. Na klar. Einmal Vorgewende, eine Stunde rum. Genau, ich mache nur das Vorgewende. Ich sehe gar nichts, ich weiß nicht, wo ich hinfahre. Das ist die Bäume hier, das Mais so hoch. Keine Ahnung, ab und zu, das sind da ein, zwei Spielplätze hier von dem Gehöften sind schon weg. Swimmingpool durchgejagt. Ja, ist halt. Ich hoffe bloß, die Kinder sind alle in der Schule. So, warte, ich setze da noch mal zurück. Ja. Ja, wir würden da eigentlich überladen wollen, wo wir jetzt freigemacht haben vorne. Aber jetzt fehlt uns natürlich der Ralle zum...
Oh, hier ist es. Sieht gut aus. So, rum. So, und bei mir ist jetzt noch der Tim Joshua Hoven. Dich habe ich auch noch nicht gelesen. 49. Hallo. Und wir spielen auf dem PC. So. Vor die Bäume anhalten, 100. Vor die Bäume anhalten. Ja, 100. Normalerweise würde ich einfach stehen bleiben. Warte mal, wenn man stehen bleibt. Das ist dann mal so hier jetzt. So. So sollte es gehen. Ja. Wenn du jetzt zurückkommst, sollte es passen. Wenn du so weit zurückkommst. Ja. Vorerst mal. Bis da. Ach, so ist er. Jetzt müsste ich mal auf die Karte schauen, wo die Jungs überhaupt sind. Am anderen Ende der Welt. Natürlich. Ja, das funktioniert da nicht mit den. Funktioniert noch nicht mit dem Überladepunkt. Jetzt fehlt mir. Nee. Mir geht's ja darum, wo ich jetzt hinkommen muss. Also ich komme wieder die Straße rausgefahren. Das war eigentlich nur meine Frage. Jetzt haut der Häcksler auch noch was rein. Der Platz. Okay, auch im Prinzip zwei solche, die einen Häcksler abfahren und am Punkt warten. Haben wir ja. Bin leer. Der Ralle würde jetzt eigentlich den anderen abfahren und dann müsste man eigentlich vorne bei dem Punkt, was wir frei gemacht haben, warten und kann nachher da übers. Okay, ich fahr los. Okay. Ich sehe zwar nichts, aber irgendwo geht's hier durch. Ja, ich sehe von außen nichts und von innen sie auch nichts. Super. Ja, gute Voraussetzung. Ich sehe gerade, wenn ich hier die Landstraße lang fahre. Mike, ich hänge am Baum. Aha. Okay, das habe ich auch nicht gesehen. Ja, ich wollte sagen, der Nachbar hier nebenan auf dem Feld hat auch den Monster-Mais angebaut. Die haben mir die Äste nicht geschnitten. Naja, wir spielen mit Seasons. Im Winter müssen wir ins Holz. Ich weiß schon, wo wir anfangen. Okay, Mike. Das wird eine Einflugschneise für einen Jumbo hier, die Straße. Wenn wir fertig sind damit. So, Gegenverkehr. Haben wir genug Platz? Gegenverkehr? Oh, da kommt der Johnny. Warte mal, da fahre ich mal hier ein bisschen rechts ran und mache ihm mal Platz. Super. Der Leitpfosten, der muss weg. Der war eh kaputt. So, und wo soll ich mich jetzt postieren? Wo wäre es jetzt günstig? Wie habt ihr das gedacht? Da, wo wir vorhin freigemacht haben. Wir können ja nicht überall, weißt. Also oder macht ihr einfach einen Vorschlag? Ich sage gar nichts mehr. Nein, Mike, das war doch keine Kritik, es war eine Frage. Der Ralle fehlt noch, deswegen. Ja. Weil da fehlt ja den zweiten. Genau, aber René kann den ja jetzt nehmen eigentlich. Der muss ja da nicht jetzt stundenlang warten. Genau, ich wollte jetzt gerade sagen, ich steige jetzt in den Xerion ein und komme hinterher. Kriegen wir da alles in den Griff. So, schöne Grüße an Mike wird hier geschrieben. Ich habe jetzt keine Brille auf. Danke. Für den Schnee ist es. So, hab extra für Philipp mir Folge 2 Sternhof aufgenommen. Und sogar ein bisschen versucht, ja, genau, Hof aufzuräumen. Bin noch nicht fertig. Das ist ein Acker hier. Mein Gott, ist überhaupt nicht groß, nein. Was wohnen denn hier für Leute? Da hingen ein paar Buchsen auf der Wäscheleine hier. Ja, ist vielleicht noch Winterzeit. Schießer Feinripp. Guten Langen. Mhm. Super. So, ah, da hinten sehe ich einen Häcksler rausgucken. Also nur den Turm. Ja. Sag mal so, wir sind noch nicht einmal rum.
Vielleicht haben wir die Hälfte jetzt. Gibt's dann das nächste Mal Teil 2 vom Livestream? Mais hier. Oh, jetzt fängt es bei mir auch an zu ruckeln. Ich bin fast, fast da. Fort denn hier rum hier? Hier, wo die Bäume sind. Naja, ich sehe schon. 98. Bin da. 99. 100. Schieb zurück. Einfach gerade zurück, genau. Na, komm einfach ran, René. Das sollte eigentlich funktionieren. Theoretisch. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Boah! Ja, du musst ziemlich eng dran fahren. Hm, ich jetzt auch gerade gemerkt. Trotzdem Langrohr, siehst du? Oh. Oh. Du musst dann aber nicht hier immer ins Schneidwerk fahren, bitte. Naja, ich muss du musst ja selber ein bisschen korrigieren. Sehen. Das Luxus hier, ich fahre nach Gehör. Super. Ja. Wenn die Äste knarren, dann bin ich in den Bäumen. 10 fährst du, ne? Ich fahr 10, ja. Theoretisch. Ja, eigentlich fahr ich Klaas. Ist gut. Okay. Ich freue mich auf den Winter aufs Holz hier. Genau. Alles weg. Kommt alles weg hier. Gibt's da nicht so eine? Wir kaufen uns so eine Fräse. So ein Allesfresser. Naja, wir fahren einfach drüber. Wir schneiden gar nichts. Wir machen nix einfach Häckselgut. Richtig. Hackschnitzel. So, jetzt kommen hier bei mir im Chat schon Tipps, wie wir das noch machen können. Aber Leute, ich kann jetzt gerade nicht lesen. Ich muss jetzt erstmal hier sehen, dass ich Mike nicht in die Karre fahre. Der Katerik schreibt, in Serion hat er noch Bier versteckt. Uiuiui, das ist kein Wunder. Oh, warte mal. Hier wird es irgendwie... Psst. So, ich versuche mal noch, ob ich einzuklinken. Kommst du rein? Naja, dauert mal. Ich muss meiner Tochter noch mal kurz beim Einschlafen helfen. Okay. Oh. Warte mal, ich hab einen Baum zwischen. Oh. Ja, macht es noch. Macht es am Reinhaupt beim Spiel. Meine Güte, hier stehen aber die Bäume stehen so dicht. Naja. Ich muss den Einsatz machen. Wem sagst du das? Ah, ich muss dranbleiben hier. Jens, ich komme. Oh, was ist denn jetzt los? Fährt mir da einer rein? Wieso machst du denn das? Ich hab's nie gesehen, sorry. Oh. So kann ich nicht arbeiten. Da kann ich gegenlenken, wie ich will. Das funktioniert einfach nicht. Fahr doch, geht es nicht, wenn du auf die andere Seite fährst? Oder ist es zu... Alles blöd hier. Fahren wir jetzt halt ein paar Pflanzen kaputt hier. Ja, musst du so dicht dran fahren? Ich weiß es ja nicht. Ja, sobald ich noch ein Stück weiter zurückfallen lass mich, weil der Xerion doch relativ lang ist. Kann's probieren, aber... Oh, ich kann so nicht fahren! Du musst auch mal gucken! Schiebt er mich halt schon wieder beiseite? So, ich würde mich gerne... Hilf mir! Genau, wir synchronisieren, wir müssen uns sammeln. Warte mal, wir synchronisieren uns. So. Bin gleich da. So, kommen wir. Aha. Kannst du da nicht irgendwie noch was aufmachen oder so hier vorne? Weiß ich nicht. So viel Hydraulik wie hier dran ist. Kannst du es runter? Nee. Keine Ahnung. Bei mir ist die Klappe vorne offen. Oben. Wie geht denn die auf? Ja, weiß ich auch nicht. Die war bei mir schon offen. Er hat auch einen anderen Anhänger.
Ah, nee, du hast doch den Shootermaker, ne? Ja, ja. Ja, nee, der Anaboger hier, da weiß ich nie, wie das aufgeht. Komm, wir versuchen noch ein Stück zu fahren. Warte mal, rumdrehen muss ich mich dafür. So, los. Ist ja kein Wunder, wenn du die ganze Zeit nach hinten schaust, damit es vorne nichts wird. Ich muss mindestens so nach. Siehst du, sonst reißt es wieder ab hier. Ja, du musst mal dichter rankommen. Du musst nicht mit dem Tempomat fahren. Du musst ein bisschen selber. Das mache ich ja schon selber. Ach so. Ja, naja, was dachtest denn du? Ja, das. Doch, du fährst besser. Was denn jetzt? Jetzt kommt gar nichts mehr hier von dir. Das liegt nicht an meinem Bestand. Ja, klar. Ja, jetzt bin ich wieder schuld. Jetzt bin ich da gegen den Baum gefahren. Mann. Schau, nur das Gewicht muss eigentlich neben mir sein. Dein Rad muss gar nicht da sein. Aber vielleicht, aber. So, voll. Stopp, warte mal. So, steht ihr alle oder fahrt ihr noch? Jetzt stehen wir. Gerade. Gut, dann sag mal Sinn. Hier, komm mal rein. Fahrt zwar noch, aber ich sag das. Ich fahr da aus. Funktioniert jetzt besser. So, dann schaue ich noch auf dem Chat, dann grüße ich noch den Matthias Grenz. Den Matthias. Gritzma, Stefan, Steffen Bode, PXNDX Bro, Hallöchen, wir spielen auf dem PC, Luik Bosskönig, hallo nochmal, Kummi 79, Hallöchen, der Sachsen Gamer, auf dem PC, genau, danke, dann grüße ich noch Andreas Kremer, Hallöchen, kann man mitzocken, theoretisch schon, Link wäre in der Stream-Beschreibung für die Mods und auch für den Discord. Und Rupert Brunner, so. Und Katerik schreibt noch Rapport an den Glashändler, neues Heck für den Häcksler. Das wird wahrscheinlich so kommen. Sparky schaut noch rein. Hallöchen, schön bist du auch da. Und Steffen Bode schreibt noch gutes Video von der LPG Schwarzen Pumpe. Danke. Und dann schaut noch rein der Marco Konrad. Hallöchen, schönen guten Abend. Bei mir ist der Thomas Wilhelm noch da. Er schreibt, es wird ein sehr interessanter Livestream. Meinst du das jetzt wegen unserer Fahrerei hier? Ich denke mal. Und der Dark Wolf hat uns noch einen Vorschlag gemacht. Wir sollten doch an der schmalsten Stelle einen Durchstich machen. Da hätte man nicht so einen langen Weg zum Umladeplatz. Das ist vielleicht auch nicht so dumm. So, es müsste mal ein Abfahrer dann hier zum Mike. Ich komm. Okay. Kommt ihr? Mach dir Platz. Dankeschön. Ich fahr die paar Dinger hier platt. In die Bäume mit. Ja. Genau, der Plan ist jetzt, mache ich hier noch ein Stückchen Vorgewende, bis ich auf der anderen Seite bin, auf der schmalsten Seite da hinten beim Wald. Und dann fahre ich eigentlich einmal rüber zum Abladeplatz. Und dann sind wir da schon recht mobil, glaube ich. So, und der Ralle ist jetzt ja auch da. Ich komm mal rüber, hier ran. Ist jetzt einer am Abladeplatz schon da, ja, ne? Ein LKW, also ich hab meinen stehen lassen, dann nicht. Okay. Ich hab ein Glas genommen, aber da muss ich erstmal die Werkstatt. Ja, da hat irgendeiner was vergessen. Ich kann mir gar nicht erklären, wer es war.
Mitarbeiter. Naja. Naja, gut, das Personal ist schwer zu kriegen. Was, 17 Euro bloß kaputt? Kann nicht sein. Das ist das Bier, oder? Ich hab den einen ausgegeben, also dann macht er das mal. Das sind ein paar mehr, ja. Das sind schon ein paar Paletten, würde ich sagen. Da haben wir auf jeden Fall noch was vor heute Abend. Also ich glaube, eine Runde Vorgewende, das reicht mir völlig. Das ist ja Wahnsinn. Aber ich weiß noch, wie ich mit Katorix das Feld hier, wo wir hier den Mais gelegt haben. Ganzen Livestream lang. Boah, das ging gut lang. So, wo hat er denn nun? Fahren wir halt nochmal um die Kurve. Am Gasthaus. Ich dachte, ich bin schon da, aber es zieht sich die Fahrt dahin. Ja, wir machen nachher so eine Abkürzung hier durchs Feld, damit wir nicht immer außen rumfahren müssen. 80% drin. Tö. Das ist noch nicht mal ein Abladepunkt. Ich bin noch nicht mal am Abladepunkt. Jetzt muss ich noch den Traktor suchen. Genau, der Traktor. Eigentlich ist ja. Muss ja eigentlich der Traktor unterm Anhänger fahren. Theoretisch. Naja, wir werden uns schon noch warm arbeiten hier. Na klar. So, ich muss erstmal gucken, wo ich hier eigentlich. Jetzt sieht es ja eigentlich ziemlich schmal aus. 95? Ja. Ja. So, wie lade ich denn das Ding jetzt ab hier? Mal gucken. 99, 100. Halle? Ja. Springst du mal in den Trecker rein, fährst du den mal näher ran, bitte? Weil wenn ich die Stützen draus habe, kann ich nicht mehr fahren. Oh, weia. Oh, ist jetzt los. Na, bloß ranfahren. Mhm. Ja, es ist was besser, aber ich will mal was anderes probieren. Wenn ich jetzt gerade rüberfahre, könnt ihr eigentlich zu euch kommen. Braucht bloß noch einen Abfahrer. Wo bist du? Ja, bin ich da drüben fast. Ihr rennt mal durch Mais, wahrscheinlich werde ich irgendwo verloren gehen. Meine Güte, da siehst du gar nichts. Komm, Freddy. Ich bin wahrscheinlich schneller durch den Mais wie. Obwohl, das ist noch ziemlich weit. Also, der Case ist untermotorisiert. Weiter ran, alle? Oh ja. Oder hast Probleme wieder? Ist ja am Hacken, das macht echt keinen Spaß. Untermotorisiert, schafft das nicht? 14 km/h voll. Ah, vielleicht sind noch. Muss noch mal die Schläuche kontrollieren vom Anhänger. Ja. Oh, nee. Vor. Jetzt gerade. Ja. Ich muss mal hier ein bisschen springen. Ich sehe gar nicht, wo ich bin. Ich muss doch mal gleich da sein. Alter. Noch ein Stück. Ja. Einfach bloß gerade rückwärts rolle. Du sagst es einfach, wenn das Hacken ja. Tut, ist. Leute? Ich glaub dir das. 90. Ja, Leute. Was? Wer? Ah, wo? Hier sind sie. Ich habe sie gefunden. Ralle hat übelste Internetprobleme hier, da kriegt das Ding hier rückwärts rangeschoben. Oh, MZ80 kommt an, jetzt ist das zu sehen. Dem Fahrer verschwunden, da muss der Name eingeblendet. Na, noch ein Stück. Gut, stopp, bleib stehen. Echt, funktioniert? Nee, du musst noch ein Stück zurück. Ja, warte mal. Du bist zu weit weg. Richtig. Lenk andersrum. Ja, so. Jetzt gerade.
Weiter. Ein Stück. Gut, gut, gut. Ich schwere ihr Wort. Sag ich dir. So, jetzt, ich hab mal einen anderen Plan. Immer ein Kercher. Ja, flieg mal über die Karte, genau. Weg ist er. Warte mal, ich guck mal, wo er mit dem Kercher. Früher haben sie einen Besen genommen, heute nehmen sie einen Kercher. So, ist natürlich schön, dass er jetzt den Trecker hier stehen lässt. Kann ich nie wieder runterfahren. Der muss erstmal ein Stück vor. Der hat für einen Riesen. Kaum hat er einen fliegenden Besen da. Ja, da kennt er nichts mehr. Ist er weg. Und davon. So, na, jetzt fahre ich nochmal die Runde rum, Mike. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Genau, ich renn mal, ich bin wahrscheinlich früher da wie du. Ich renne warte jetzt. Warte mal, ich komme mit dir mit. Warte, ich könnte mit dir mitkommen. Aua, jetzt bin ich gegen Anhänger gerannt. Scheiße, jetzt haben wir auch noch Kopfschmerzen. Warte mal, wie war denn das? So. Ja. Hallöchen, meine Güte. Sehen Sie heute wieder gut aus? So, aber wir müssen jetzt hier... Ich nehme jetzt die Straße. Ja. Definitiv, weil diese vielen Ecken hier... Deswegen habe ich ja so lange gebraucht. Aber du hast gar nicht die Straße genommen. Ja, jetzt ist ja die Straße wieder dreckig. Jetzt ist ja alles für nix. Jetzt ist für nix, genau. Oh, jetzt ruckt es aber auch gerade. Bei mir nicht. Bei mir fährst du anständig. Dann mache ich ja auch, aber es ruckt. Das sind die, die Höllen PS, die da im Celeron verbaut sind. Das ruckt halt so. Ja, die Höllen PS. Ich bin mit 28, mehr hat er nicht gepackt auf dem Feld mit dem vollen Anhänger. So, jetzt kommt der Holger hier irgendwo ums Eck. Ja. Also, Katorik schreibt noch, 3,5 Stunden haben wir gebraucht mit der Drille. Boah. Zu zweit. Mit der 9 Meter Drille, glaube ich. Steffen Bode, ich und mein Mais, genau. Lars Stier ist auch noch da, Hallöchen Lars. Wahnsinn, die Riesenfelder, ja, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, wer diese Karte sich ausgesucht hat zum Livestream. Und John Finn ist noch da, Hallöchen. Monster Gaming, hallo, die Pru ist noch da. Hallöchen. Hallo Pru. Nimmt kein Ende hier, die Fahrt an der grünen Wand. Oh, ich habe kein leeres Fahrzeug hier. Ist schon unterwegs. Okay. Ist der Ralle immer noch mit seinen Kercher am Fliegen? Jo, ich bin immer so weit behöft. Oh, abgesetzt. Oh, tut mir leid. So, minus ein Kercher. Kriegst du vom Lohn abgezogen. Ich komme jetzt wirklich so viel besser. Ich bin echt böse. Hast du deinen Router mal neu gestartet gehabt? Ich werde es noch eine andere Gerät. Also beim Katorix ist ja das Problem, damit er nicht raufkommt, weil wir irgendeinen haben mit einem schlechten Internet, meint der. Weil ich weiß, wegen Synchronisieren haben wir auch schon gehabt, René. Damit wir irgendwie... Bist du sicher, dass der Häcksler noch da ist oder dass den die Polen nie geklaut haben? Ja, nee, der stand noch da. Noch langsamer fährst denn? Ist das Vollgas? Der geht nicht mehr. 51, 52 jetzt hier ein bisschen bergab. 53, Feierabend. Ja, das reicht doch. Behalt es mal so bei. Achtung, jetzt kommt gleich der Häcksler. Genau, der Häcksler würde jetzt auf die andere Seite. Siehst du die Bäume da? Warte mal, ich muss mal in die Außenansicht gehen. Schau mal nach links. Darüber will er jetzt. Warte mal, ich komme nicht mehr raus. Doch. Na, dann mach. Aber mit dem Hinterherfahren, naja, müssen wir wieder ein bisschen versetzt machen. So, ich ziehe jetzt einfach rüber hier. Mach los. Aha, das ist noch gar nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Aber das ist schon mal eine Abkürzung. Wir müssen noch weiter die Kante lang, auf jeden Fall. Wir müssen... Okay. Prima, Neustart. Wir müssen dann noch mal drehen, René. Ja, ja. Hauptsache erstmal durch hier.
wir müssen doch dazu sagen, das Vorgewende ist jetzt noch nicht einmal rum, ne? Das ist noch nicht einmal rum, ne? Wir versuchen noch einen kürzeren Weg zum Abladepunkt zu finden. So, ich dreh mal. Zur Info 212 Liter, 12.000 Liter. Häckselgut ist schon ein Silo. 212.000. Jetzt ist noch nicht mal das Vorgewende fertig. Also ja, trotz Allradlenkung hier hat ein Wendekreis wie ein... Wie ein Serion, jawohl. Wie ein Flugzeugträger, wollte ich sagen. Das zittert aber dein Rohr. Ist das so aufgeregt? Ja, das steht schon ein Weilchen so. Ja, wenn er dich sieht, wenn du da bist, dann ist das kaum zu halten. Zittert das bloß bei mir so. Schaut meine Frau noch zu. Warte mal, ich fahr mal hier bis an die Kante und dann machen wir hier an die... Machen wir da weiter. Er kommt zurück. Ich bin hinter dir, kommt zurück. So. Ach, komm jetzt rum hier mit dem... Bock. Jetzt... Der Hof nicht bald in Sicht hier. Unser oder irgendeiner? Unser. Aha, nö. Jetzt muss ich hier nochmal irgendwo rüberstechen, glaube ich. Naja. Muss da mal gucken. Eigentlich wäre das denn. Aber bist schon ziemlich voll, hä? 70. Aber der Holger ist schon da. Bin aha. Wo ist denn dieser Abladepunkt da? Ja, die Querverbindung hilft jetzt schon erstmal am Anfang. Ja, ich würde jetzt dann hier am... Hier nochmal so eine Querverbindung rüber machen. Ja. Ich mach dich mal noch voll und dann nehme ich den Holger. Genau. Mal sehen, ob das Rohr da auch so zittert. 91%. Oh, jetzt ist gerade Standbild. Das war nicht gut. 95. Six. 96. Warte mal, bleib mal ein Stück zurück. Wer, ich? Nein, der Holger sonst. Ist dein Rohr irritiert? So, noch voll. Jetzt darfst du. Okay, warte mal, da René, fahr gar nicht weg. Nee, ich würde dann leider durchfahren, wo ihr. Genau, jetzt ich fahr jetzt, ich stech mal hier so rein. Stich mal. Also auf den Chat kann ich heute noch gar nicht so richtig schauen. Ich schau dann mal, ne? Ich verspreche es. Geht ja recht zur Sache. Achso, ihr macht jetzt da einen Durchstich nochmal, oder? An der... Genau, ja, dann können die Abfahrer hier eigentlich durchmachen. Und kommen hier so da am Weg dorthin. So. Müssen wir bloß mal schauen. Wo ist denn der Jens? Ist der dann schon hier in der Nähe? Ne, der fährt gerade am Silo weg. Okay. Und der Johnny steht auch schon voll am Feld. Okay, uah, da sind zu wenig Leute. Ja. Oh, jetzt sehe ich gar nichts. Warte mal, ich muss da rum. So, wo ist jetzt der Abladepunkt? Links rum muss ich eigentlich, oder? Du musst eigentlich links rum, hätte ich gesagt. Hinter dem Haus, da ist der. Oder du machst jetzt hier noch einen und fährst hier nochmal hoch zu dem Gehöft. Zwei bauen. Mhm. Wir können doch mehrere machen, so dass wir flexibel sind. Was hältst du denn davon? Keine Ahnung, ich fahr jetzt mal zurück.
Jens, dann warte ich hier an dem zweiten Durchstich auf dich. Genau. Fahr schon so, dass du bloß drunter fahren musst. Denke ich mal, das ist ganz gut. Genau, und ich ziehe hier wieder nach links, glaube ich. Oder musst du da noch mehr Platz haben? Ich? Nö. Das geht jetzt so. Bisschen so. Was muss doch stehen bleiben, glaube ich. Pass auf, da ist ein Baum. Ja. Ich mache mich jetzt hier schon mal bereit für den Jens und dann sollte das funktionieren. So, ich muss jetzt leider in der Ansicht, sonst sehe ich gar nicht, wo ich hinfahre. So. Der Vogelperspektive. Der ist ja schon da. Kann ich ja schon einsteigen. Das ist doch perfekt. Das ist doch... Ja. Ab und zu können wir auch mal was gut. Ja. Und gut, na, noch mal ein Stück vor. Aber wahrscheinlich habe ich jetzt ein bisschen zu weit weg. Nee, geht. Geht. Geht nicht. Doch, doch, doch. Alles ja, schick. Okay. Alles schick. So, jetzt muss ich mal auf den Chat gucken hier. Also, da lese ich den Basti. Hallo, grüß dich. Wir hoffen alle, dir geht's wieder recht gut. Für alle, die es vielleicht nicht wissen, er hatte einen LKW-Unfall. Lag im Krankenhaus. Marvin Dose ist noch da. Ja, und ansonsten sind sie dann schon recht untereinander am Schreiben. Cool. Das ist gut, weil wir kämpfen hier noch mit den Bäumen und da noch mit dem Vorgewände. Der Stream geht schon eine Stunde. 98. Nur mal so am Rande. Ich komme, wo seid ihr jetzt? Weiter 100. Auf dem Vor... 100, nein. Wir machen immer noch das Vorgewände, jawohl. So, jetzt habe ich natürlich noch ein bisschen was drin in dem Anhänger, aber das geht nicht anders. Ist ja nicht so schlimm. Weil der andere voll war. So, ich bin unterwegs. So, die Juli Zielbauer fragt noch, wo ich wohne. Zu Hause. Merlin Friese ist noch da. Hallöchen. Und Tropikreis 6, ich habe eine Milliarde... Er sucht noch Leute zum Spielen, okay. Scheiße, ist das noch weit? Da drüben ist der Hof, Leute. Was ist denn das für ein Acker hier? Ist noch gar nicht mal das große Feld, das größte. Nee. Aber das Verwinkelste, würde ich fast behaupten. Ja, mit die Höfe da drin noch, das ist natürlich... Das ist noch ein bisschen tricky. So, aber der Plan ist ja, damit wir... einmal das Vorgewände machen und nachher soll eigentlich der Helfer fahren. Und dann sollte das eigentlich laufen, aber ich weiß nicht, wie lange das noch geht hier mit dem Vorgewände. Die arme Sau von Helfer. Ja, es muss dann auf jeden Fall der Helfer fahren, weil wir brauchen noch einen zweiten, der zum Silo fährt. Ja. Sonst kommen wir hier nie rundherum. Ja, und irgendwann müssen wir wahrscheinlich auch das Silo noch schieben. Ja. Na, das auch noch. Irgendwann.
Ja, ist schade, der Katorix fehlt schon ein bisschen. Mhm. Ja, jeder, der hier Probleme hat. Das ist wirklich blöd. Hat mich auch so gefreut, 6 Leute. Oh, ich sehe nichts. Da. Jetzt bin ich wieder da. Einfach noch Gehör. Genau. Ah, da hinten ist der Hof. Jawohl. Hey, jetzt ist nicht mehr weit. Theoretisch, gerade durch. So, 85%. Ja, ich stehe noch. Jens, wo bist du ungefähr? Achso. Ich bin gerade im Silo abladen. Oh, und dann würde ich mit dem Johnny nehmen und würde es mal Richtung Silo erstmal. Ja, ja. Was ist denn nur hier? Weit kommen wir nicht mehr, Mike 91. Ich hätte echt gedacht, dass der Klaus hier weiter spuckt, das Zeug. 96. 98, halt an. 100. So. Tja, wo dreht man jetzt hier? Hier vor doch rückwärts. Rückwärts, sagt er. Geht ganz gut, hä? Ich hoffe ja, irgendwo mal eine Stelle zu finden, wo weniger Bäume sind. Wo wir mal den Anhänger rückwärts reinschieben können. Ich entschließe mich jetzt einfach für diese Stelle hier. Ja, sieht nicht schlecht aus, ja. Mann, 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 was für ein Gehäcksel hier. Gemetzel, ja. So, und jetzt hat er ganz schön zu ziehen hier, der Kleine. Ich warte mal rechts ran, du kannst da vorbei. Ja, okay. Aber jetzt natürlich gerade ein Stück weiter schieben. Sonst kann ich auch Platz. Nee, passt noch, vorne. Ich kann ja. Boah, jetzt stirbt doch fast hier. Soll ich rausgehen, schieben? Ja, 12. 12 km/h. Wie viel PS hat das Ding hier? Meine Herren. Ja, so knapp 500, nicht ganz. Kann man den noch umtauschen? Willst du einen Fendt? Okay, war bloß eine Frage. Aber mit den Anabogern hier, das ist schon eine coole Geschichte. Findst. Finde ich, wenn wir einmal rundherum sind und wenn man genug Abfahrer hat, denke ich, ist das schon okay, oder? Wenn es denn funktioniert mal, ja. Ist denn hier irgendjemand in der Nähe? Ein Ablader? Ich hätte was. Achso, da komm her. Ich lasse dich da hier erst drehen. Genau, ich drehe erst. Und dann schmeißen wir dir das Zeug da rein. So, der Ben ETS2 schaut noch rein. Hallöchen. So, und der Ralle ist eigentlich komplett vom Erdboden verschluckt worden. Der ist mit dem Kercher bis zum Mond, glaube ich. Der ist einfach weg. Willst du noch rum? Ich fahre in den nächsten Baum mit. Die Bäume, das ist. Das ist furchtbar, ne? Ja, das war jetzt innen an sich, dann geht's. So, ich würde mich jetzt sonst hier so herstellen. Alles so, passt das. Und dann machen wir mal hier das Popöchen hoch.
Schön dicht drunter. Jawohl, da ist genug Platz oben. Ist wahrscheinlich zu weit weg. Nein, geht noch ein Stück vor. Gut, stopp. Stopp. Ich freue mich aufs Holz. Ja, ich erinnere dich dran. Da kommt was Großes rein. Irgendwas, was zugreift automatisch und einfach. Ja, nee. Du bist etwa der, der aufladet, glaube ich. Jens, wollen wir mal tauschen? Dann fahre ich jetzt mal eine Runde zum Silo. Gerne, gerne. Ne? Und dann müssen wir auch den Mike mal ablösen, dass wir hier jeder mal was zu tun haben. Und mal was anderes zu sehen kriegen, die Leute. So, Attacke. Warte, du musst dir noch den Anhänger runter machen. So wie, als wenn du einen Frontlader dran hast, glaube ich. Ja, genau. Okay. Und bis die Stützen oben sind. So, genau. Aha. Eigentlich noch ganz cool. Aber das steht auch gar nicht extra beschrieben an den Anhänger. Nö. Wenn du den, wenn du das nicht weißt. Du kannst den ja auch als normalen Häckselgutanhänger benutzen. Ja, du kannst ihn auch. Du musst es ja nicht so machen. Also du könntest ganz normal rückwärts ins Silo schieben und einfach abladen. Geht auch. Geht auch. Du musst es nicht nach oben machen. Mhm. Genau. Mhm. Aber so, ich sag ja, da steht ja beim Anhänger, wenn du den kaufst, steht es ja nicht dabei, damit der das kann. Ach so, ja. So meine ich. Mach mal lieber die Minimap an. Ich sehe jetzt gerade, jetzt kommt mir nämlich der Holger entgegen. Ja, ich fahre rechts ran. Okay, danke. René, du kannst dich ruhig ein bisschen locker setzen. Ich fahre nicht so schnell. Ich sitze ganz locker. Ich bin der Mike. Aber du kannst ruhig ein bisschen schneller fahren, denn... sind wir schneller fertig, dann haben wir, können wir uns um die Bierkästen kümmern. Oh, Bier, geil. Das war am Cerion, tut mir leid. Du hast leider den Traktor gewechselt. Das ist doch hier irgendwo, oder? Du hast aber vergessen, der Jens war beim Freddy vorhin mit dem Arion oder Axion. Axion, ja. Und der Freddy hat da bestimmt was reingepackt. Eine Wegzerrung. Ja, Leergut wahrscheinlich, weil er noch Nachschub braucht. Ja, wo ist denn der Häcksler hin? Ja, der kann noch ein bisschen. Ist noch um die nächste Ecke rum. Aber da lernst du jetzt erstmal kennen, wie das Feld von Außenkanten, wie lang das ist, ne? Das ist. Also sag, wie lange? Jetzt sind wir schon bald anderthalb Stunden dabei. Oder ja, gut, bis wir gestartet sind, jetzt sind wir eine Stunde dran. Noch nicht einmal ringsherum. Oh. Da ist er. Was ist jetzt? Oh, es war alles. Es gab einen fiesen Ruckler. Oh. Ja. Das war Chuck Norris, der hat die Welt angehalten. Oh. Wisst ihr, wo ich jetzt gelandet bin? Auf diesem Dreckhaufen, was wir aus dem Kuhstall rausfahren. Vorm abgedeckten Silo. Super. So, ich fahr los, gell? Ja. Bern rein. Alter, was war denn das jetzt für ein Ding? Oh jetzt, oh je, wenn du hier machst, das ist extrem, ja. Beim Häcksler. Das Ruckeln. Ja, heute ist wirklich... Also ich muss sagen, bei mir läuft's flüssig. Ja, das sagt der Erste im Stau immer. Ja. Der war gut. Der war richtig gut. Ich lade jetzt eben über, soll ich dann zu euch kommen oder soll ich den erst wieder leer machen? No. Nee, du kannst dann zu uns kommen. Okay. Wir schleichen uns jetzt wieder an der Waldkante entlang. Ja, jetzt wird's kritisch. Jetzt sehe ich auch nichts mehr hier. Jetzt muss ich aber auf Innenansicht gehen, aber das sehe ich immer nicht so, wo ich bin. Ja, weißt du, Innenansicht beim Häckseln, das ist... Das ist bei dem hohen Mais siehst du gar nichts. Blöd. Oh je, oh je. So. Ich habe jetzt keine Zeit auf den Chat zu gucken eigentlich. Nee. Weil die Jungs, die warten hier. Der Simon fragt noch, ob man mitmachen kann. Mods und Discord wäre verlinkt in der... im Livestream-Beschreibung.
wir könnten dringend noch Abfahrer gebrauchen. Häckselfahrer, welche die alles. Wir holen, eigentlich alles. Wir nehmen ja fast jeden. Ja, gibt da auch, jetzt hat auch ganz schön zu tun, da, wenn da langsam voll wird. Also mal schnell vom Gas weg und wieder Gas geben, ist nicht ja da. Von wem sprichst du jetzt? Von dem Xerion. Ja, ja, der ist mit der Gasannahme, das ist, je voller der ist, desto blöder wird es zu fahren. Ja, aber jetzt haben wir so ein bisschen... Yay, ich sehe den Hof. Seid ihr durch schon? Kann ich über den Hof abkürzen? Nee. Nee, noch nicht ganz, aber ich habe, jetzt habe ich einen 60%. Jetzt kommt hier eine Mauer. Eine Mauer, ja, oder Mauer. Wir haben die Mauer wieder gefunden. Immer an der Wand lang. Wir haben die Reste von der Mauer gefunden. Weil das wäre jetzt die Frage, soll ich bis zum Überladepunkt oder wollen wir uns, schafft ihr es bis zum Hof, wo wir gestartet sind? Nee, also nicht beim Hof, aber bei den, weißt du, wo das die Getreidetrocknung ist. Mhm. Da müsste man ungefähr, vielleicht kommen wir noch bis dahin. Ich fahre jetzt mal auf den Hof. Gucken, ja, 75%, das könnte vielleicht bis dahin reichen. Bei der Getreidetrocknung könnte man hinkommen. Eieiei, das kann ich mit absehen. Ah, das bin ich gewohnt von René, das macht gar nichts. Na, mach Fahrgeräusch rein. Ich bin nicht der Einzige. Was sollt ihr denn? Also? Ich hab das auch geschafft vorhin. Ja, das ist Getreidetrocknung ist ja hier. So, warte mal. Ja, du bist dann dort, da wartest du jetzt bitte. Ja, ja, ich sehe euch. So, hier ist ein Weg. Ja, wir kommen direkt, das Feld geht, ich glaube, bis von hin. Ja, warte, und ich kann den Weg rückwärts reinschieben und dann kannst du gleich überladen, theoretisch. So, ich bin hinter euch. Und praktisch, schauen wir mal. Weil dann wird es natürlich jetzt schneller. Und den ganzen Singsang außen rumsporen können. Das kann nur schief gehen. 1800 ms, na super. Boah. Aber es ging noch gut. Ist nichts passiert. Baumstümpfe kommen jetzt erst. 98, 99. Ha, fast. Dankeschön. Hey, perfekt. Bin da. So, pass auf, hier sind Baumstämme. Ja, ich Stümpfe. Da an den Bienenkästen da vorbei zum Fahren. Warte mal, wie stellst denn du dich warte, hin? Also, bleib, warte, ich fahr so und dann kannst du rückwärts. Genau. Richtig. So machen wir's. Ich weiß mal noch nicht, wie das jetzt hochgeht. Schauen. Fährst du mit Controller? Ja, mit dem. Das ist wieder so, als wenn du den Frontlader hebst. Oh, okay, Entschuldigung. Nichts passiert. So. Ach so, das Abkippen geht dann genau umgekehrt. Okay, Frontlader. Ja, ja, du musst jetzt weiter hoch. Ach, und dann zeigt es dir irgendwann an den Trigger und dann tust du normal abladen, wie sonst am Silo auch, also Hofsilo oder so. Ja, okay, dann kommen Sie mal ran. Kommen Sie mal ran. Gut, reicht schon. So, rein das Zeug. Ganz frisch, frisch gehäckselt, frischer geht's nicht. Ein frisches Bier wäre mir lieber. Wenn wir jetzt schnell zum Freddy rüberspringen, das kriegt da gar keiner mit, oder? Was denn jetzt? Wir können euch über Funk hören. Oh. Aber jetzt aufgehört. Warte mal, ich muss nochmal drücken. Du bist doch noch nie leer. Nein, aber irgendwas weggerutscht oder so. Jetzt ich, noch mal ich komm nochmal näher ran. Ja, ich muss immer, das hört immer auf, weißt du, da kommt immer wieder. Ja. Was ist denn hier los? So, jetzt muss es locker jetzt gehen. Läuft's. So. Jetzt leer? Du darfst. Ich bin noch nicht leer, aber du darfst. Ich bin voll, genau so. Dann mache ich dir kurz Platz. Jetzt habe ich es deutlich kürzer zum Silo. Jetzt kommen wir langsam in die Gänge hier. So, jetzt sind wir da, wo wir angefangen haben. Ja. Super, 21.30 Uhr knapp. Läuft. Läuft. Wie viel Vorgewende? Dreimal hast du gesagt. Ja. Will jetzt ein anderes Vorgewende machen? Nee. Ich weiß nicht, ob ich das dreimal schaffe. Das war nur eine verrückte, wahnwitzige Idee von mir. Das war komplett
unbedacht. Ja, aber ich würde mal sagen, dass wir jetzt hier vorne auf dem Teilstück bleiben, oder? Ich würde auch sagen, das Feld jetzt ein bisschen einteilen in Sektionen irgendwie. Sektionen? Ja, das machen wir. Ich fahr mal bis zur Straße und dann fahren wir wieder hoch, Holger. Ja, ist okay. Dann setze ich mal den Helfer an, dann kann der nämlich da zum Wald rüberfahren und dann sollte das eventuell... Dann könntest du den LKW, der da vorne stand, vielleicht sogar schon überladen, leer machen. Ja, okay. Und dann starten wir mal den... Dann soll der Freddy hier mit dem Häcksler fahren, das ist mir egal. Boah, das wird doch nix. Das ist doch egal. Freddy ist irgendwie auf jeder Karte der Arsch, habe ich so den Eindruck. Ja, einer muss der Arsch sein. 95%. Oh. Ja, bin schon am... Okay, ich würde hier eigentlich drehen. Ich hoffe bloß, keiner von unseren Zuschauern heißt Freddy. Hast du ein bisschen voll? Ja, ich habe 98, komm, fahr ich hier. 2%. Steffen Bode, ja, ich und mein Holz, genau, Holz, das wird's. Kommt alles weg im Winter hier. Ja. Boah, wie geht's hier? So, Jens, ich schicke ihn denn nachher hier über Richtung Wald. Richtung Wald. Ringsrum Wald. Weiß zufällig einer von euch oder von Zusehern diesen Rea-Mod, da ist ja unten diese Anzeige, Motorload und Slip, das wechselt bei mir immer die Farbe von Weiß, Grün, Rot. Warum das so? Das hab ich noch nie gehabt. Ich auch nicht. Ich hätte gern gewusst, wie man es ausblenden könnte, es geht das ja geht, irgendwie. Irgendwie geht das, ja. So, also aber viel Spaß. Macht's gut. Bis. Lässt du einfach Freddy losfahren hier, der fährt einfach quer durch hier. Ja, hätte eh keinen Plan. Ja, ehrlich, der fährt jetzt hier keine Ahnung. Ja, ich fahr mal hinterher. So, Mike, der LKW ist voll und vorne am ersten Abladepunkt steht noch einer, der voll ist. Okay, ich mach mal los. Ich komm vom Silo zurück jetzt. Wo wäre denn jetzt? Warte, jetzt müssen wir auf die Karte gucken, wie der Helfer fährt. Wir hatten Freddy einfach losgeschickt, der fährt hier irgendwie. Ach du Scheiße, ob das gut geht. Oh shit. Ja, das geht ganz gut, weißt du, du kannst so nebenher, passt das ganz gut, so gerade an der Kante entlang, das geht. Das Problem ist halt nur, wenn er nicht bis durch schafft, mit Wänden. Hm. Er schafft es schon bis durch, du vielleicht. Aber Holger ist eh schon da. Ich bin hier. Also treffen wir uns dann zum Überladen dort, wo wir im Prinzip begonnen haben. Da wo der LKW genau. Dann denke ich mal. Ja, dass ich ja. Da den Durchstich zurückkommen, ja. Das war ja im Prinzip dort, wo wir begonnen haben, das Feld. Ach so. Dachte ich, zumindest. Ja. Mal gucken, wo der Freddy hier oben abbiegt, in welche Richtung, das weiß ich ja noch nicht. Ob nach rechts oder links. Doch wann, aber. Rechts oder links drehendes Bier getrunken hat. Ach nee, Joghurt war das mit den Kulturen. Ich wieder was verwechselt. Mann. Jens, wie viel hast du? 91, 93. Siehst du aber normalerweise auch links oben. Ach, also, ja. Also ich habe das bei mir ein bisschen größer eingestellt. Ich kann das besser lesen, deswegen. Wo ist denn das ganze Geld hin? Oh, Minus. Oh. Scheiße, da gibt's ja gar keinen Lohn heute. Du willst dafür noch Geld, oder was? Ja, das ist aber auch mal genug, ne? Kein Geld und schon fährt nicht mehr weiter. Ah, bin ich mich falsch gefahren.
Mann. Wir können Freddy nicht mehr mit Bier versorgen, der fährt nicht mehr weiter. Da könnte ich die ganze Strecke rückwärts fahren. Da war heute, wann war das heute, um 7 oder so, da war bei dem Mario Hirschfeld, da war hat auch irgend so ein Challenge gemacht. Da war einer dabei mit einem Drehschemel-Anhänger 100 Meter rückwärts schieben. Da habe ich vorhin noch mal reingeguckt, die hatten dann so ein Parcours mit so einem kleinen Fiat-Traktor und einem Einachser-Anhänger rückwärts dort so wie durch ein Labyrinth. Und wer zuerst halt rückwärts da anschlägt, ist der Sieger. Und das letzte Challenge war 100 Meter rückwärts schieben mit einem HW80. So, also Freddy ist jetzt da oben. Freddy macht gar nichts mehr. Der ist jetzt der weiß nicht in welche Richtung. Warte mal, da springe ich mal schnell rein. Ich will den mal. Ja, du musst ja heute. Ach so, ich gucke jetzt mal hier, was die Leute schreiben. Ob wir da was dazu sagen können. Marco Konrad. Interessant wäre, wenn er das mit DDR-Technik machen würde. Oh. Bist du verrückt? So, Basti, du sagst mal Prost. Ja, Prost ist gut. Prost! Ist gut, wenn er es wieder kann, das ist gut. Wie viele Freddys habt ihr auf der Karte? Ja, zum Glück plus ein. Der ist schon schlimm genug. So, ich tue jetzt mal hinten wenden und komme jetzt zum Abladepunkt. Okay, ich stehe hier vorne schon. Das war klar. 20, Holen wir mal eine Flasche Bier. Jetzt haben wir ja auch noch einen Trecker oben stehen, ne? Ja, das ist voll. Pass mal auf, ich mach das jetzt mal so, ich stell den hier ab. Switch mal da rein. Und hol den mal auch noch. Ah, kann ich endlich mal John Deere fahren. Boah. Ist er nicht schön. Jetzt schafft es endlich. Ich hoffe, ich komme jetzt am Bremsen dann. Naja, aber wenn das jetzt einmal läuft, dann geht das schon. Zwei Abfahrer, zwei auf dem Feld. Und einer muss ab und zu mal Silo schieben. Oh, Silo schieben? Ja, bis jetzt haben wir schön nebeneinander gelegt immer. Das ist aber vorbei, oder? Bitte? Das ist aber jetzt vorbei. Oh, der Ruckler war wieder sehr schön. Das hat heute einige so hier. Ja, wenn ihr das ja gleich schafft, dann kann ich ja schon verdichten zwischendurch. Oder einer von euch, wenn der mal eine freie Spitze hat, das wäre ja auch noch ein Projekt. Ja, bis jetzt war es halt ja nicht möglich, aber jetzt denke ich mal, jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo es ruhiger wird. Wo der Mais weniger wird. Nicht, okay. Basti, auch von mir viele Grüße an deine Frau zurück. Danke. Mal gucken, was der Freddy jetzt macht hier. Der sollte das ja eigentlich einfach haben, hätte ich gedacht. Ja. Du kennst den Freddy nicht. Da hat sich gesagt, der René hat mich einfach, der Mike hat mich einfach losgeschickt, ohne Verpflegung, ohne alles. Dann mache ich nicht mit. Ja, da kommt mit der einen vorgewendeten Bahn kommt er nicht zurecht. Ne? Ich denke auch, mit dem Wenden wird er ein Problem haben, weil ein Vorgewende nur ist, aber. Wer opfert sich freiwillig, da nochmal zu fahren? Ich. Also die für das kleine Feld jetzt hier. Oder wir machen das von dem, wo der Freddy jetzt durch ist, die linke Seite davon. Und fahren dort nochmal ein Vorgewende. Hätte ich auch gedacht. Und teilen uns das Feld ein bisschen ein, weil sonst wird das nie was hier. Aber wenn du jedes Mal aussteigen musst zum Wenden, das ist dann auch blöd. Das ist blöd. Ich hab Helfer eingestellt schon. Ja. Ach so. Kann ich den oder mal nehmen?
Na, wir fahren. Achso, wenn du. Na, ich werde jetzt. Warte mal, das muss ich auf die falschen. Das wird jetzt hier nach. Warum fährt er nicht? Warum fährt er jetzt nicht? Wir müssen Helfer raus. Warte mal, da musst du wahrscheinlich, wenn du den Helfer eingestellt hast, wahrscheinlich musst du den Helfer wieder rausnehmen, weil ich kann nicht rausnehmen. Bei mir will er nicht rausnehmen. Ja, draußen. Seid ihr beide Farmmanager, dann sollte das doch eigentlich gehen. Ah, jetzt lenkt er nämlich auch. Du hast Vorgewende jetzt nochmal. Ich fahre nochmal in den Vorgewende, ja, weil sonst lenkt er ja nie um. Da tut ja mal nicht. Ja, komm, was macht er denn jetzt hier? Achso, falsche Knöpfe. Einmal B. Was macht denn der noch heute? Achso, das Lenkrad steht auch schief. Freddy hat wieder alles verstellt, unglaublich. Ja, da hat alles. Milhouse schaut noch rein. Hallöchen. Okay. Ich dachte, das ist bloß bei die Simpsons. Milhouse. Alte Vielleicht schauen Socke. Die Simpsons rein bei uns heute. Vielleicht, ja. Daniel Paulik ist noch da, Hallöchen. Du bist ja schon wieder voll, hey. Ja, 100. Welche Folge war das mit der Raupe? Ja, das ist eine gute Frage. 97. Ich weiß es nicht genau. René hat die Raupe gefahren, der muss wissen, welche Folge das war. Oh, müsste ich mal nachschauen. Mit der Raupe, wo wir uns festgefahren haben, da an dem blöden Pfosten. An der Maikbrücke, oder? An der Maikbrücke. Das war vorher. ja, irgendwie so, 97, 96, irgendwie sowas. So, der LKW ist fast nicht zu fahren, wenn der voll beladen ist. War am 17 auch schon so. So, am besten müssten wir den Radlader nehmen, René. Ja, ich wollte damit hier vorne die Kante eigentlich weggeht. Sonst kommen wir da nie hoch. Weil mit dem Traktor bist du ganz gut hochgekommen, aber mit dem LKW wird's halt blöd. Ja, aber hinten steht noch der Radlader mit den. Ja. Kommst du mal in den Xerion, Holger? Ja, ich komm. Schauen wir da mal weiter. Weil mit die zwei anderen Abfahrer, das haut nicht so hin, ne? Boah, hörst du die meckern schon wieder mit uns? Ich fahr los. Nur am meckern. Jetzt sind wir hier schon nur auf einem kurzen Dienstweg hier, also kurze Strecke. Wenn ich das Rohr ein bisschen höher stelle, könnte ich das gleich in das Silo reinblasen. So, jetzt wird's aber hier. Okay. Mike, das können wir uns nicht bieten lassen hier. Jo, ich weiß, wer jetzt immer Häcksler fährt. Ist mir gerade so eingefallen. Spontan war das irgendwie jetzt so. Boah. Oh. Scheiße. Ja, jetzt machen wir erstmal Häcksel gut. Oh, das Rohr zittert aber bei dir ganz schön, Jens. Also. Das hat bei Mike auch schon gezittert vorhin. Deswegen den Weise, bei Druck. Mir zittert's nicht, wenn ich jetzt gucke. Ist ja auch dein Rohr. So, ich würde sagen, wir tun einmal wenden. Hier kommt doch einer gefahren, da Mike. Der kann doch gleich mal. Wie hast du jetzt drin? Achso, das ist noch zu wenig. Ja, ich hab's fest. Wie, jetzt seid ihr wohl nicht mehr voll? Erst meckert ihr hier rum und dann ist wow, nichts zum Holen oder was? Stopp. Wupp. Ich weiß nicht, was sie machen. Wir fahren Vorgewende, damit er hier mal wenden kann, der Freddy.
Mit einem Rohr. Der braucht ja so viel Platz. So, gibt's denn hier irgendwas zum Abfahren oder? Nö. Der steht ja schon da. So, jede Menge leere Abfahrfahrzeuge. Ja, weiß auch nicht, was da. Hier ist auch nichts drin. Aha. Aber Hauptsache erstmal Terror machen. Das liebe ich. Ja, das ist nur, weil wir den Freddy hier. Ja, jetzt lass nur den Freddy jetzt mal in Ruhe. In Landeplatz. Der soll arbeiten. Bauen müssen hier, dass der hier wenden kann. So, jetzt haben wir hier drei vorgewendete Spuren, jetzt soll das eigentlich schaffen. Ja, denke ich mal. Jetzt fahren wir noch rüber, dass wir das auf der anderen Seite das auch noch tun und dann sollte es passen. Ja, dann ist ja das Feld schon fast fertig. Ja, klar. Da können wir ja noch ausgiebig Wagenpflege. Was? Wagen oder Waden? Wagenpflege, wenn wir so viel Zeit haben, weißt du, das war immer so, wenn nichts zum Tun ist, musste man immer früher alles putzen. Aber gerade Linien kann der schon ziehen, der Freddy. Das kann er schon. Voll. Oh, das wollte ich ja. War erst vorbei, ja. Wollte ich schnell im Wald. Was musst du im Wald? In dem Mais wollte ich schnell mal, aber geht ja nicht. Du schon da bist. Ja, tut mir leid, jetzt sind wir am Arbeiten. Meine Güte, da wären wir nie fertig. Mike, soll ich den Männern schon mal wegfahren zum Leermachen? Oder? Wenn du willst, viel Spaß. Okay. Viel Spaß im Glas. Warte mal, ich bin jetzt 40%. Nee, wo bin ich denn eigentlich? Da oben, ja. Ja, besser nicht, damit ich zurückkomme. Ja, ich glaube schon.
bin nämlich halb voll. Der Freddy übrigens auch. Super. Aber verwinkelt hier und war. Ja. Niemand hat gesagt, es wird leicht. Super. Ich habe 85%. Prozent. 90. 93. 94, 95. 97. 98, 99, 100. Normalerweise, Mike, kannst du jetzt vorwärts, oder? Ich weiß nicht, ob das kürzer ist. Durch den Wald ist kürzer als zu Fuß. Genau. Genau. Ich gebe Vollgas, hä? Habe ich ja gesagt, untermotorisiert. Meine Güte, das sind die stärksten Motoren, die es überhaupt gab. So, René, bist schon wieder zurück. Ich habe den Drecker hingestellt, ich bin im Silo. Am Arbeiten. So, wir fahren wieder da, denke ich mal, zurück, dass wir da. Ne? Der steht oben, wo wir angefangen haben. So. Ich sehe gar nichts, bin bestimmt vom Baum gefahren, oder? Na, ich denke nur. Irgendwo hat er sich jetzt hier eingegraben. So, auf jeden Fall ist es hier auch nicht kürzer. Na, ich. Was machen wir jetzt? Warum fährt er jetzt nicht die Kurve runter? So, da haben wir dann das dritte vorgewendet und dann sollte er eigentlich wenden können. So. Sagt das Freddy auch nochmal. Oh, alles gut. Meine Güte, alleine der kleine Abschnitt, der dauert ja schon ewig, wenn ich da rumfahre. Ja, 2 Stunden, wir sind immer noch am Vorgewende. Ja. Irre, oder? 24 Stunden Stream. Okay, ich bin raus. Ich muss los. René. Ja.
Nur falls du mal irgendwann Zeit hast, hier sind denn eigentlich drei volle. Ja, ne, ich wollte einfach mal, dass wir im Silo dann auch mal ein bisschen Platz haben. Ich komme jetzt drüber, keine Sorge. Aber hier ist ja bislang niemand angekommen, da dachte ich, da ist die Lage noch gar nicht so prekär. Ups. Bloß mal so. Der Holger hat ja auch schon wieder 80%. Ja, 85. Ja. Ja, wir kommen ja auch, wir fahren ja nur den Häcksler ab. Okay. Versteh mal richtig. Verstehe richtig, na klar, kein Problem, ich komme da jetzt rüber. So. 96. 98. Ah, schaffen wir doch nicht ganz, na doch. 100. So, ich tue jetzt einfach. Du kannst ja jetzt da durchstechen und ich tue jetzt einfach in den Freddy ansetzen. Ich drehe immer rum hier. Den zeigt man einfach den letzten Kontoauszug nicht und dann fährt er auch freiwillig. Dass wir kein Geld haben, dann macht er nichts mehr. Fahr mir durch den Tunnel durch. Zack. So, noch nicht. Na, ich darf keinen Helfer einstellen. Ihr habt mir das nicht erlaubt. Wieso darfst du keinen Helfer einstellen, wenn du Farmmanager bist schon, denke ich. Geh mal ins Menü gucken. Na, ich bin eben kein Farmmanager. Dann musst du dich mal befördern. Ich bin simpler angestellt. Nein, du beförderst du dich jetzt mal und dann geht das. Ich habe mich noch nie selbst befördert. Das muss das nicht jemand anders machen. Tja, hier ist alles anders. Ich kann da nicht so schnell rein. 11. 4-mal Geschwindigkeit und los geht's. Der Steffen Schimmer grüßt uns noch. Hallöchen. Grüßen zurück. Ja, andersrum wäre wahrscheinlich ganz viel kürzer gewesen. Ich lasse mich mit vielen Strichen nicht allein. Ich nehme einen eben rüberbringen. den will niemand nehmen. Den darfst du. Ja.
Er ist einfach ein bisschen leicht auf der Vorderachse, sonst geht's schon. So, René, gib Gas. Bin unterwegs. Auf dem Rückweg. Na was denn, da fahre ich jetzt wo alles alleine ins Silo und ihr fahrt zu dritt den Hexler ab? Nein, oder was? Nee. Ich fahr da schon zum Silo. Ich habe mit der Hexler fährt und der Hexler habe ich wieder an Freddy übergeben. Weil das kann ja auch nie funktionieren, denke ich. Jetzt haben wir die Vorgewände breit genug gemacht, jetzt sollte er eigentlich wenden können. Du kommst hier dem Hof auch noch nicht so richtig zu reichen. Einmal ein. Ja. Bisschen schwammig. Einfach dem Alter geschuldet. Noch früh genug bremsen, wenn man es weiß. Ja. So, René, nimmst du meins auch noch mit? Der Xerion ist leer. Hau ich mir einen Kopf ein an der Mühle. Und bei dem Dickschädel sollte das nicht so... Nicht so ins Gewicht fallen, meinst du? Eigentlich nicht. 90%, ich kann dir 10 noch abnehmen. Die 10 willst du mir abnehmen? Ja. Na, wir wollen ja versuchen, doch volle Anhänger wegzufahren. So, mehr ist nicht. Also wenn du 3 Promille drin hast, dann fährt der gut, der LKW. Ja. Zumindest fällt es doch dann nicht mehr so auf, dass er schlecht fährt. So, was schreiben sie denn jetzt hier? Steffen Bode, mach dir doch ein Gewicht auf den 3-Punkt vorne. Ja, Frage ist jetzt, auf was meinst du das jetzt bezogen? Auf welches Fahrzeug? Beim LKW kannst du noch so eine 3-Punkt-Aufhängung drauf machen. Ja, da vorne. Aha. Und dann hätte er ein bisschen Last auf der Vorderachse, dann würde der wahrscheinlich auch besser gehen. Oder wir nehmen einfach noch einen Traktor und lassen den LKW sein. Wir haben ja noch einen Ladewagen im... Wir brauchen gar keinen Traktor. Wir schaffen gar nicht alles abzufahren. Wenn 2 zum Silo fahren und 2 den Häcksler leer machen, ich glaube, dann haben wir... Außer es kommt noch jemand. Tja. Der Ralle ist ja weg. Verschollen. Dann wird wahrscheinlich der Ruder gar nicht mehr gestartet haben. Genau so ist es. Der Mais bloß 2-mal gedüngt. Stellt euch mal vor, der wäre 3-mal gedüngt. Oh! Warte, ich habe gerade Schwung mit. Ja, da ist so ein hässlicher Hydrant. Muss meinen Schwung mitnehmen hier.
ja eigentlich jetzt nur ein Wettlauf gegen eine Zeit hier. Hase und Igel, fällt mir das Märchen ein dazu. Holger, ich würde auf die andere Seite rüberfahren, okay? Ja, okay. Wenn ich denn was sehen würde hier. Na, jetzt geht's. Ja, hier so eine kurze Bahn hoch und runter. Also zwei Bahnen ist der Anhänger voll. Boah. Geht. Schöner Ruck. Was ist denn? Dieses Waldstück hier, das muss erreichen. Das wird komplett weggemacht. Bäume braucht kein Mensch hier. Alles kommt weg. Asphalt drauf. So. Nimm den MAN mit. Mitnehmen? Gott, nee, den kannst du in dem Modderloch dort versenken. Ja, mit dem Deutz muss ich mir gerade noch überlegen, wenn ihr da über den MAN so herzieht. Ich habe ein gutes Fahrzeug, wo ich drin sitze. Das ist okay, das passt. Nee, da müssen wir den MAN mal aufrüsten halt. Muss Freddy mal was schweißen. Der war gut. Er speichert heute mal sehr lange. Der war gut. Muss halt auch mal gespeichert werden. Sie arbeiten im Akkord hier. Da ist zu der Freddy erwenden, das ist gut. Ja, der braucht erst seinen Pegel, dann geht's. Dann läuft's. Was kriegst du denn da jetzt rein in den Anhänger, René? In welchen? Mit denen du gerade fährst. 97%, 49,5, also 50.000 würde ich schätzen. Was geht in der Annaburger rein? Das war, glaube ich, ein bisschen mehr, ne? 55.
Ist nicht ganz optimal. Ja, aber ich meinte, den Überladewagen geht eigentlich mehr rein. In den Ladewagen. Sicher? 53.000. Den, wo du gesagt hast. Ja. Bin schuld, ich geb's zu. Macht aber das, die Sache nicht unbedingt leichter oder schneller oder besser. Außer, dass der Kleckerrest dann weg wäre. Genau, hätte mich jetzt bloß gewundert. Holger, ich nehme die Seite, wo du jetzt mit der Schnauze stehst. Ja, okay. Komm ruhig rückwärts. Aber der lässt sich eben viel schöner rückwärts schieben hier, der Krone-Anhänger. Der Shootemaker, der lenkt beim kleinsten Zucker, lenkt der schon ein hinten. Den hier kannst du Vollgas rückwärts schieben. Da habe ich bei mir im Single so ein Mod drauf, wo man die sperren kann, die Achsen. Ja, das stimmt. Das ist ganz gut. Also da gerade so, wenn du so Silo rückwärts reinschiebst oder so, ist das ganz gut. So. So, da herum. Ist überhaupt noch jemand da? Hier eine Ruhe jetzt. Alle am konzentrierten Arbeiten oder was? Sehr gut. Bleibst du so stehen dann? Nee, bleib stehen einfach. Das wäre gut gewesen. Schieb mal rückwärts, genau. Ich kann ja drunter fahren. Hoch die Mühle. Geht's am schnellsten. Reicht das? Nee, ne? Nein, noch nicht. Nein, ja, noch mal zurück.
Kommt der klar oder soll ich noch, kann ich noch weiter verdichten? Komm klar. Alles gut, gut, gut. Reicht, René, reicht. Ich steig jetzt in den nächsten Trecker und fahr wieder rüber hier. Hase und Igel. Der Hase sagte immer, ich bin schon da. Ach nee, der Igel war's. So, ja, Chat kann ich vergessen. Tut mir leid, kann ich nie reingucken. Ich bin hier der rasende Igel. Das Problem ist, weil wir wollen das ja jetzt doch versuchen, doch relativ realistisch zu machen, halt, wie Mike schon sagt, nicht mit den Überladewagen auf die Straße, aber dadurch haben wir eine doppelte Arbeit und dauert auch länger halt. Immer wieder rum und umladen. Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das wirklich länger dauert. Das Überladen, das geht ja 2 Sekunden, ist das ja erledigt. Ja gut, aber dadurch... Ich weiß es nicht, wenn jeder jetzt mit dem Traktor hinfahren würde, müsste man probieren. Ich kann es jetzt auch nicht mit Bestimmtheit sagen. Gefühlt dauert es länger, sagen wir es mal so. Ob es so ist. Der Holger macht das fein hier. Ja, ich würde jetzt sagen, ich komme jetzt erstmal wieder mit zurück, helfe euch erstmal und mache dann gleich nochmal. Ja, mit dem Traktor ist ja kein Problem, jetzt rückwärts bis hoch zu schieben. Ja. Bloß mit dem LKW wird es wahrscheinlich nichts werden, der wird es nicht schaffen. Muss die Sperren reinmachen beim LKW. Sämtliche. Was ist denn da rüber? Ich geb den her, kannst du den hier nehmen? Was denn? Ich muss schnell wieder rüber rennen, weil da Mike ist gleich voll. Oh, jetzt bin ich ins Ziel reingerannt. Ich glaube, so ist bestimmt fast schneller. So haben die Abfahrer ja gar keine Standzeiten. Ja, das stimmt schon. Ja, der Häcksler muss immer fahren, ja. Der Häcksler muss immer fahren. Es muss keiner warten. Von den Abfahrern. Ah, jetzt kommt der René schon. Bist du voll? Nee, aber der Mike steht schon ums Eck. Ah ja. So, dann werden wir mal hier sehen, was der Freddy hier zusammen dreht. Der zielt aber so ein bisschen beim Anstarten. So, jetzt komm mal lieber zu mir und lad mich ab.
Und beim Laufen zieht er auch immer das Bein ein bisschen nach. Fährt er wieder auf dem Feld rum? Nein, da komm schon zu dir. Das ist ja nur egal, ich muss ja irgendwo auch rankommen können und die 100 mal umlenken. Ja. So geht's nicht. Weiß. Du musst dicht ranfahren. So, aber ich schaue jetzt trotzdem mal auf den Chat. Wenn der Freddy jetzt beim Wenden sich eine Pulle Bier aufmacht, muss es auch gehen. Die Leute nicht ganz zu vernachlässigen. So, oh Gott, wo fangen wir an? Wo hören wir auf hier? Basti fragt, was ist eigentlich mit dem Katorix? Ja, der Katorix hat Probleme. Der kann sich nicht, kommt nicht auf die Karte drauf. Jedes Mal, wenn er synchronisieren will, fliegt er aus dem Spiel. So, und dann schreibt der Steffen Bode noch, ich meine ja den Case, den ihr zum Überladen habt für die Abfahrer. Ja, die Traktoren, das ist auch ein bisschen unglücklich, denke ich, verteilt hier. Das müssten wir vielleicht auch, aber haben wir jetzt keine Zeit dafür. Wieso unglücklich? Naja, weil der John Deere hängt am größten Anhänger dran. Der hat schon Probleme. Mit dem meisten Ladevolumen. Okay, was, der John Deere hat Probleme? Ja. Der hat Probleme, leichte. Ja, der weiß nicht mehr, wo er weitermachen soll. Ja, doch schon. Auf der Kante ist. Ich bin zu früh weggefahren, weißt du? Du darfst nicht zu früh wegfahren, weißt du? Katrin Hildebrand ist noch da. Hallo, guten Abend. Sie sieht uns zu und das ist wirklich super, schön. Unglaublich. Den Drescher, den Häcksler können wir nachher wegschmeißen. Definitiv. Was ist denn jetzt los? Wieso fährt er denn so schräg? Wenn du noch dreimal über das Dings fährst, dann ist es komplett verbogen. Ist besser, oder? Okay, so jetzt geht's weiter. So, ich grüße noch den Sirius 007, Nico Nadler, Hallöchen, Marcel Barth, hallo und Jetsi Max. JC Max. So. Um 22:30 hätte ich dann noch mal einen Wunsch, dann würde ich gerne mal diesen Abfahrer da vom Häcksler machen. Holger, Achtung, ich bin auf der anderen Seite, ne? Ja, okay, ich bleib stehen. Nee, du kannst fahren, bloß dass du, falls du mich nicht siehst. Du kannst ruhig weitermachen.
So, jetzt wollen wir doch mal hier schauen. Also ich habe eine Zahl. Will einer eine Zahl wissen? Ja. Wie viele Millionen? Knapp über 1 Million jetzt. Oh. 1,03. Bräuchte dann einen ab. Ja, ich bin schon wieder unterwegs. Vollgas. Stressig. Ich grüße noch den Justin und den Jesse Jellmann, hallöchen. Boah. Musste ja passieren. Bin schon da. Ich lass mich hier nicht hetzen, ich bin auf Arbeit und nicht auf der Flucht. Hau rein. Danke, Steffen Schimmer, dass es dir gefallen hat. Mit der alten Liebe rostet nicht. Ja, das ist ein sehr gutes Projekt für dich, würde ich sagen. Ja. Da geht's was ruhiger zu. Ja. Und hallo, Sirius 007. Und bei mir fragt noch der Enercon E115, wie wir eigentlich miteinander sprechen können. Ja, da gibt's extra so spezielle Programme für den PC, wo man dann drüber sprechen kann, so ähnlich wie bei der PlayStation mit der Party, gibt es das für den PC auch. Und Kumi79 schreibt gerade über Discord, genau. Oder da, TeamSpeak gibt es auch noch, aber da musst du dir, wenn du da einen Server machst, der kostet Geld. Discord ist halt... Seid ihr jetzt alle weg oder was? Hier wieder? Na, ich bin schon wieder am Fahren, wie immer. Wo ist denn hier der nächste für den Häcksler? Ich bin schon da, bin schon unterwegs. Ich fliege schon. Ja? Wolltest du ein bisschen Action haben? Hast du eine Abschleppstange bei dir? Die hat der René vorne dran, oder? Die ist am Glas dran. Ich hab den Johnny gerade. Achso. Festgefahren. Wo ist denn der Glas? Der ist hier. Bei mir am Silo. Na, ich bin gleich da, warte mal. Der 9R hängt an der Kante fest. Festgepackt. Hm. Ist auch schon geschafft. Oh. Ich kenne hier fast jede Kuh mit Namen jetzt schon langsam. Warte mal, ich komme mal mit hin. Vielleicht ja, mit dem Dingens da. Schieben und Motorkraft dazu. Ja.
habe ich schon mal versucht. Mal gucken, ob das was wird hier. Sperren erstmal rein. Alles rein, was rot macht hier. Nee. Oh, der hat sich richtig schön festgebackt hier. Noch weiter hoch. Jetzt kommt er. Er kommt. Gut. Reicht. Bisschen Abwechslung. Ja. Kann ich gerade nie brauchen. Der Freddy gibt den Takt vor. Komm, ich fahr den weg, dann kannst du da geradeaus reinstechen. Mit rückwärtsfahren mit dem Ding hier ist. Also da wäre der Mod wahrscheinlich nie schlecht jetzt hier. Kleinsten Zucker am Lenkrad schlägt er dir ein. So. Basti, ja, das ist eigentlich der Plan, heute Abend noch ein bisschen babbeln nach dem Stream. Aber wirklich heute bloß eine Stunde, also das letzte Mal war es dann auch wieder ein bisschen länger geworden. Ich habe morgen auch noch ein bisschen was vor, ein bisschen was zu tun, also nicht übel nehmen. Also die Millionen, die fallen ja hier gar nicht auf in dem Silo, ne? Nee, Tropfen auf dem heißen Stein. Und zum Anfang war ja noch die Frage, ob wir ein großes Silo nehmen wollen. Da wäre jetzt wahrscheinlich so ein kleiner Klecks drin. Ich grüße noch den Lukas Hufnagel, der Bomber schaut noch rein, schönen guten Abend. Denn jetzt? Warum lädt denn der jetzt wieder nie über hier? Immer nur ruckweise. Nix wird... ja auch leer. Kann ja nichts mehr rauskommen. Ja, ich wollte nichts sagen, aber... Warte, ich schieb den daneben, warte. Tja, das ist halt so, wenn du nur am Hin- und Her rasen bist, da hast du keine Zeit, noch in den Anhänger reinzugucken. Noch ein Stück rückwärts, noch ein Stück. Rückwärts. Noch Stück, noch Stück, noch Stück, noch Stück. Gut, stopp,
Stopp. Okay, passt. Oh, rein mit dem Zeug. Ich bin nur der Hase, ich renne schon weg mit den anderen. Den Eagle-Job habe ich. Bevor der Freddy sich da schon ein Bier köpft. Ich grüße noch den Zocker 2020 und Theo Gaming. Dankeschön. Bitteschön. So, ich gerade mal auf der Map geguckt, wie viel wir schon abgeerntet haben von dem Feld. Das ist eigentlich noch fast gar nichts. Das ist nur einfach ringsrum meine violette Linie und so ein breiter Strich, mehr ist nicht. Du weißt schon, dass du uns jetzt damit überhaupt nicht motiviert hast, oder? Motivieren ist anders. Hättest du jetzt mal gesagt, noch 2-3 Bahnen und dann ist fertig. Ich wollte aber nur sagen, dass das Silo wird voll. Na klar wird das voll, denke ich schon. Ja. Ich glaube aber nicht heute, oder? Hm. Wie war das mit den 24 Stunden? Das habe ich nie gesagt. Der René ist wieder da. Naja, täglich grüßt das Murmeltier. Bin aber schon wieder weg. Oh, schade. Okay, zucki. Bis gleich. Oh, jetzt habe ich getrieft. Oh Mann, das hat niemand gesehen zum Glück. Oh. Man soll nie auf den Chat schauen. Während der Fahrt.
Der ist gerade durch die Luft geflogen. Durch die Luft geflogen? Ja. Willst du vordrängeln oder was ist denn da los? Nee, ich stell jetzt mal die Kiste ab und bin mal kurz AFK. Was? Schon wieder pinkeln? Meine Güte. Was heißt hier schon wieder? War noch gar nicht. So. Bis gleich. Bis gleich. So, wieder da. Ist noch gar nichts drin hier. Ja, ihr habt den anderen hergenommen. Was? Ja, läuft nix. Jetzt läuft's. Ach Gott. So, ne, da springen wir hier in den anderen rein. Die Überladewagen übrigens, also die, was wir jetzt hier haben, die haben diese automatische Funktion schon, wie es im reellen Leben auch ist, dass du automatisch und rückwärts fährst, die Lenkachse gesperrt wird. Aha. Musst du mal gucken. Siehst du, wenn du mal guckst, oder... Jetzt kannst du mal gucken, wenn ich jetzt hier jetzt wegfahre. Warte mal, ich steige mal kurz aus. Siehst du, jetzt lenkt da hinten ein, oder? Ja, und fahr mal rückwärts. Dann fahre ich zurück. Zack. Oh, das ist ja cool. Das könnte man in diesem komischen Shootemaker hier gebrauchen. Ja. Ach nee, ich mag das Ding nicht. Ich habe mich jetzt schon gewundert, beim Rückwärtsschieben hat er sich ganz normal rückwärts geschoben. Das ist halt dadurch, dass der... Bei dem 10.9 eigentlich vorne auch gewichtet von Hängen. Nee. Der sollte eigentlich genug Eigenlast haben, ne? So wie er aussieht.
sagst, du brauchst da einen, der ständig im Silo ist. Ja, ich komme nicht weg. Du kommst da nicht weg, richtig. Da sind wir hier zu wenig Leute. Ja, die Anzahl hätte ja gepasst heute, wenn alles geklappt hätte. Tja, hätte Fahrradkette. Ja, wenn ihr mich braucht, ich kann auch kurz unterbrechen. Nee, das passt schon. Der Johnny ist fast leer, der steht dort. Ich bin schon wieder am Silo gleich. So, jetzt muss ich trotzdem mal gucken hier. Der Falco Wiedenhöfer schaut noch rein, grüßt uns aus der Altmark. Und ich hätte den letzten Job, schreibt er. Wenigstens einer, der mich versteht. Wie gibst du meine Seite hier, wo ich stehe, ich darüber. Ja, mach ich. Falco, ich kenne dafür jede Kuh mit Namen jetzt schon. Jetzt schau doch mal, wie schön der Krone sich rückwärts schieben lässt hier. Nicht längst, einfach Gas gibst. Ja, super. Philipp, du machst deinen Job sehr gut als Moderator. Ist der Daumen oben, wird man euch loben. Sehr schön. Wo hast denn das her, den Spruch? Boah, Freddy hat aufgehört. Grund unbekannt. Nee, Bier ist alle. Das ist es. Der hat kein Bier mehr. Ja, danke. Auf mich hört der Freddy nicht. Der hört auf niemanden. So, ist der andere Überlader voll? Ne, den hat der Mike gerade leer gemacht. Oder vielleicht noch ein bisschen was drin? Nein. Wenn ihr jetzt hier seid, dann werde ich mich hier postieren. Kann ja den anderen inzwischen herholen. So, Heidi Schweighöfer ist noch da, hallöchen. Oh, Verwandte von Matthias Schweighöfer. Wäre jetzt mal interessant. So, ich nehme jetzt einfach mal einen anderen Job. Gehst du jetzt Bier holen? Nee, ich gehe jetzt welches trinken zu Freddy. Wie viel hast du denn drin, Jens? Oh, 50% halb voll. Gut, dann bleibe ich hier stehen. Ja, okay, Dark Wolf, hast recht.
hab mich versprochen. Es waren Klaas-Anhänger und kein Krone. Aber auf jeden Fall schiebt er sich auch ordentlich rückwärts. Okay, Philipp Schnee, kein Problem, wenn du los musst. War schön, dass du da warst. Hast hier schön die Leute unterhalten. Feine Sache, darfst du wieder machen. Basti, das stimmt nicht. Den Philipp kannst du nicht hören. Der ist nur im Chat. So, ging doch ganz gut mit den Shootemaker rückwärts fahren. Tja, da bin ich eben zu blöd dafür. Vielleicht ist deine Lenkung zu sensibel eingestellt. Ich denk, das Problem sitzt am Lenkrad. Jetzt oder vorher? Vorher. Kurze Information, 1.335.000 unser Kleiner. Na, wir sind ja auch fast fertig hier. Also mit Nerven auf jeden Fall. Ja, Philipp, kein Problem, bis das nächste Mal, bis zum Schluss dabei, genau. Privat geht vor Katastrophe. Mike, in das Loch hier rein. Wenn das geht. Wer denn da ein Loch gemacht? Ich. Ich sehe noch gar kein Loch, aber vielleicht wenn ich.
Ja, von dir aus jetzt links. Linke Seite. So, 90%, Jens. Ja, bin schon am... Bist schon da, ne? Weil der Case, da kommt dann drüben auf der anderen Seite den Berg immer nicht so gut wieder in Schwung. Willst du in die Mitte rein dann? Ich fahr noch ein Stück drüber. Nein, ich fahr dann hier so zwischen. Das zielt er mich dann an. So, ich bin dann gleich wieder da. 97, 98, 99, 100. Ist jetzt umgeschwenkt. So. Bin dann gleich da. Der Case ist auch hier an der Leistungsgrenze. Der ist einfach fertig mit der Welt. Kein Schlupf, aber 100% Motorlast. Ah, das Zeug wiegt. Ja. Das war teuer, der Freddy. Boah, wo haben wir das ganze Minusgeld her? Wer gibt denn da so viel Geld aus? Ja, der ist bloß gemietet, der Häcksler. Ah. Wo willst du denn hin? Hier stehen bleiben wollte ich. Wieso? Was? Jetzt muss ich ja wieder aufs Feld. Der ganze Plan ist für nichts. Du musst mit dem Ding vom Feld runter. Als wer fährt durchs Gemüse? Ja, Freddy, da quer durch. Naja, da oben hat er aber auch wenig Platz zum Drehen, ne? Na, hier haben wir. Na, hier ist nur ein Gewände, sehe ich gerade. Hier haben wir das Vorgewände nicht weitergemacht. Naja, solange wie er es macht. Ja. Die schreibt null Power in die Karre. Naja, null ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber und dann schon zu kämpfen hier an dem leichten Hügel. Soll ich es wieder ins Loch kippen? Komm einfach, egal wohin. Ja, ich kann das halt nicht gut. Sagt doch keiner. Ist ja Platz genug. Egal irgendwohin, wo du magst. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr bis zum Ende rein. Nee. Denk, jetzt schaffst du fertig. Auch nicht. Ne, bin schon fertig.
So, kapiert er das hier, der Freddy mit der spitzen Ecke? Na, oh ja, doch. Dreht rum. Soll es nicht glauben. Oh. Nichts passiert. Ist ja auch ein Case, schreibt Malte Wolf. Naja, so schlecht sind die aber nicht. Sag ja, jeder, der das mit dem Rea-Mod mal probiert hat, der wird dann merken, dass da so mancher Trecker, der sonst wuchtig und groß und stark erscheint hier, ganz neue Probleme kriegt. Basti, vergiss es. Fan 1050, der rennt. Ja, vergiss es. Mhm. Na. Wieso blockierst du denn Freddy? Weil ich auf den Chat geschaut habe, sorry. Ja, das bringt mir gerade noch ein paar Sekunden ein, wenn du den Freddy ab und zu blockierst. Wird nicht wieder vorkommen. Ja, mach ruhig, dann hab ich. Muss ich nicht immer Vollgas fahren hier. Langsam lässt die Konzentration nach. Oh. Ja, wir haben es gleich geschafft. Ja, da dürfte auch keine Kuh den Kopf mal raushalten. Da vorbei, Bretter, das kommt nicht gut. Gleich geschafft. Okay. Boah. Was ist denn jetzt? Dann nimmst du lieber ein ZD oder ein W50. Oh Gott, das Ding hier mit ZD und W50 abfahren, geht eine Woche. Aber da das ja real ist, also im Realen auch so groß ist, wie haben die das denn früher gemacht? Manpower. Ja. Mit dem Einreiher. Ich habe einen schönen Einreiher auf meiner ID-Karte. Das geht gut. Ich weiß aber auch nicht, ob die früher so viel gehäckselt haben. Jens, bist du in der Nähe dann? Ja, ich starte schon. 95, 96. Da bist du getrieft hier vor mir hin. Naja, trieft jeder mal. So, da kann der Freddy nochmal in die Flasche gucken, wie spät es ist.
So, perfekt. Kannst du ein bisschen Honig dafür nehmen bei den Bienen? Schön. Was ist denn jetzt los? Ich krieg die PS nicht auf die Straße. So, der Lars Stier hat gute Nacht gesagt. Gute Nacht. Schönen Sonntag. Schöne Woche. Genau, mach's gut, Lars. Tschüss. Das ist ja nichts, was wir hier runter haben. Das ist ja, wenn du dir die Karte anguckst, das ist nix. Das ist nix. Ich fahr mir hier einen Wolf. Oh. Jetzt wird's kriminell. Freddys Rohr zittert aber auch schon wieder ganz schön. Jetzt hat er wohl Pegelprobleme. Kipp nach. Kipp nach bei ihm. Nicht, damit er wieder anhält. Das Blöde mit Drehen da oben, ne, Jens? Ja, weil da fehlt da das Vorgewende. Ne? Der Auslauf fehlt da. Ja, ich glaube, es wäre besser gewesen, hätten wir lange Bahn genommen. Hätten wir nicht so oft drehen müssen. Oder der Freddy. Stehst du da bloß so oder stehst du, weil du nicht wegkommst? Nee, ich warte, dass du. Ich wollte dir Platz lassen. So, ich kipp das mal dahin. Schön machst du das. Ja, das musst du nicht sagen. Du kannst nächstes Mal wieder mitspielen, kein Problem. Der Freddy zittert ja am ganzen Leib jetzt. So, jetzt ist hier noch einer in den Chat reingeschneit. Mal gucken, halt, dass wir nicht wieder hier ein Chaos produzieren. Mike Schnabel, hallo, grüß dich. Hallöchen. Ich hab mal einen Lehrer gehabt, der hieß auch Schnabel. Warst du Mikes Lehrer? Nee. Gut. Puh. Das artet noch in Arbeit aus hier. Mhm.
So, wollt ihr das Feld noch fertig machen oder wie ist denn das eigentlich? Das ganze Feld, wenn schon. Ja, eben. Ja, ihr wisst ja jetzt, wie das geht, oder? Da bin ich weg. Ich bin einmal kurz AFK. Jupp. 50%. Ich mach schnell. Steig aus, sonst kann ich da reinspringen. Steig lieber aus. Ja. So. Freie Bahn, wo du möchtest. Ja, ich dreh mal um. Boah. Das wird irgendwie nicht mehr, habe ich das Gefühl. Nein. Ich bin schon so oft hierher gefahren, aber... 1,5 Millionen. Erst. Ja. Puh, wir brauchen größere Anhänger, größere Traktoren, größere Häcksler. Oder kleinere Felder. So, Freddy, wart kurz. Ich muss einen anderen Traktor holen. Wieso? Mach doch deinen leer. Sag mal, wenn wir auf der anderen Seite vom Feld arbeiten würden, dann würde das nicht mehr gehen mit den Abfahren. Du bist eine halbe Stunde länger unterwegs. Das ist richtig. Aber die haben ja auch auf dem Vuto Nuco im Real haben wir ja auch die riesen Auflieger, wo die mitfahren, ne? Ja, da gibt's ja, René hat ja gesagt, da gibt noch so einen Mod, oder? Ja, den hab ich bei mir im Singleplayer. Mhm. Ja, aber das ist am Ende so viel größer ist die Mulde auch nicht. Was gehen da rein? 56.000? Ja. Oder 60? Keine Ahnung. Das. 56.000. Ich glaube, das macht hier das Kraut nicht fett. Einfach groß und sowas geht lange. In Real würde ich denken, fahren die auch hier mit vielleicht 10 Abfahrern ab und 2 Häckslern oder 3 Häckslern, keine Ahnung. Dann werden Lohnunternehmer geholt. Ja, die machen das sicher auch nicht an einem Tag. Das weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Schaffbar ist das ja schon.
Wahrscheinlich schon, ja. So, sieht denn der Freddy so aus? Naja. Ganz fit sieht er auch nicht mehr aus. Gib ihm doch so einen Muntermacher. Hab keine mehr, die hab ich alle selber gesoffen. Oh. So, ich bin zurück. Genau, Basti, hast recht. Es wird nicht viel mehr, aber es wird doch nicht viel weniger. Das ist einfach nur Mais bis zum Abwinken. Tschüss, Rupert Brunner. Schön, dass du reingeguckt hast. Tschüss, Rupert. Na Jens, was denkst du? Hast du das jetzt mitgekriegt, das Gespräch, was wir gerade geführt hatten? Nein, ich bin gerade erst wiedergekommen. Achso, in der Realität, was denkst du? Würden die da jetzt mit doch Lohnunternehmern, mit mehr Abfahrern arbeiten und vielleicht 2-3 Häckslern, oder? Boah, also ich denke mal, ein Häcksler mehr würden sie schon noch hernehmen. Also mit 2 Häckslern bei der Fläche. Und dann sollst du das auch an einem Tag schaffen können, ne? Brauchst halt eine riesen Abfahrkette. Ja. Weil wir jetzt gerade mal so gefachsimpelt hatten. Aha. Was steht denn so bei Feldinfo? Wie groß ist es denn? Boah. 60, 58, also knapp 60 Hektar. Ja, vielleicht ist ja einer bei, der sich damit auskennt. 60 Hektar, wie lange man da braucht. Vielleicht ist ja ein Häckslerfahrer bei, der sich hier, der das gerade weiß. Oh, Freddy, du sollst dann nicht nach rechts lenken, so. So, jetzt sind wir ja hier mit dem Streifen fast durch. Das Zipfelchen, das würde ich da drin lassen. Links von ihm, uns jetzt, ja, ne? Ja. Würde ich auch sagen. Der dreht dann eher, wenn er hochzufährt, denke ich mal, an der Ecke hier. Das kann man dann noch nacharbeiten. Ja. So, du bist hinter mir, ja, ne? Jupp. Yep. Vielleicht schaffe ich es bis runter. Hm. 97, 98, aber 99. Ganz genau. Es fehlt nur eins, ich hau ab. Zwei Halme.
Meinst du, dass es windschlüpfriger ist, oder? Wenn du ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie es aussieht. Ich wollte es einfach nur mal austesten, weil das hast du ja beim Krone auch. Ja, ja. Wollt mal wissen, wie das aussieht. Ach, Fred, die kommen jetzt sofort weiter. Jetzt dreht er natürlich herum. Wahrscheinlich gerade zu weit weg. Oh, Basti, du hast dich aber gut informiert. Also, er schreibt, er hat gerade geschaut. Gut, Hohen Loco, 2 Häcksler, 10 Abfahrer. Boah. Ja, cool. Sind wir ja nur knapp dran, oder? Knapp vorbei. Hm. Das sind nicht mal 50%, was wir haben. Ich denke auch, die Häcksler, wenn die haben schon die Schlagkraft. Es hängt alles an den Abfahrern, Silo. Ich glaube, René, du musst noch mal den Freddy sagen, dass er da vorne fahren soll, weil auf mich hört er ja nicht. Er lässt sich ja von mir nichts sagen. Was vorne fahren? Die längere Bahn. Also wir nehmen jetzt ganz links die lange Bahn wieder. Weil der fährt jetzt immer hier das kurze Stückchen hin und her, weißt du? Ja, ja. Oder wir lassen das einfach stehen und gehen rüber auf die andere Seite. Ja, ja, sicher, sicher. Da das wird das allerbeste sein hier, weil die kleinen Eckelchen hier, das können wir ja weglassen. Nee, wir haben es so, ja, weißt du. Komm mal her, mein Junge. Circa 28 Hektar am Tag. Schafft er. Da müsste man dann den Überladepunkt wieder hinter verlagern, dort wo wir ganz am Anfang gestartet sind. So, ja, ich glaube, ich mache dann. Wie lange wollt ihr denn noch machen? Ist schon 11 durch. Mir ist das egal. Mir ist das auch egal. Ein bisschen vielleicht noch, müssen ja nie ewig mehr machen. So, warte mal, ich mach mal manuell, weil du musst den. Ja, nicht so schlimm. Ach so, jetzt. So, na jetzt kommst du glaube ich gleich auf die Gerade. Den muss ich nämlich hier gerade ansetzen, sonst fährt er. Wie er denkt. So, jetzt kannst du normalerweise schon. So könnte es passen. Ja. Ah, ich würde sagen, wir machen noch ein paar Minuten, oder? Ja. Halb. Ja, das ist ein Angebot. Ja, ist klar. Ich habe heute nichts weiter vor. Die letzte halbe Stunde an dem Tag. Das ist eh noch Arbeit für 3 Livestreams. Mhm. Ja, da müssen wir ja nichts sagen, was wir in den nächsten Livestreams machen. Dann ist das ja eigentlich klar. Wir suchen noch Leute, Motivierte. Wir sind raus. Ja, so eine Map, die musst du wirklich mit 10, 12, 16 Leuten spielen. Da macht das richtig Bock. Ja, ich habe bei mir hier im Single habe ich das. Was ist das für ein Feld? Warte, muss ich immer auf den Plan gucken. Das Feld 18, da war auch Mais drauf,
Das habe ich gefahren mit. Oh, ich bin schon voll. Das waren 5. Also nicht mit Curseplay. Ja, doch, den Drescher, also den Häcksler ist mit Curseplay gefahren und die 6 Abfahrer sind mit Autodrive. Genau. Und ich habe die immer vor dem Silo. Ich glaube, ich habe sogar fast das gleiche Silo genommen, was wir jetzt haben. Und ich habe die vor dem Silo mal anhalten lassen und habe die dann manuell reingefahren. Ich habe die im Prinzip nur abgekippt. Und dann wieder auf die Strecke geschickt. Hey, da bist du nur am Rotieren. Hey, das war. Aber das ist doch auch langweilig, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Ja, zwischendurch mal stockt, dann. Ja. Aber kannst nichts verkehrt machen, weißt du? Ja, sicher. Aber. So, wer kommt denn jetzt hier einmal noch? Muss ich mal die Brille kurz aufsetzen nach dem Wendemanöver. Der Basti hat sich da noch irgendwas rausgesucht aus dem Internet, was hier gut Hohen Loco angeht in echt. So, jetzt wird es natürlich mit dem Wenden hier bestimmt für den Freddy schwer. Ach so, stimmt, da haben wir noch kein Vorgewende gefahren. Das stimmt, da sind wir noch so weit nicht gekommen. Ja. Warte mal, haben wir noch was reinspuckt hier? Vielleicht kriegt er. Freddy! Was denn du? Doch, der dreht. Man glaubt es kaum. Zitronen-T2 fragt noch, wo man denn die Mods herbekommt, wenn man da mitspielen will. Die sollten eigentlich verlinkt sein hier. Irgendwo steht vorne dran Mods. Und gibt's einen Link, musst du draufklicken. Gibt's einen großen Ordner, da sind alle Mods drin. Genau. So, jetzt gucke ich mal, was der Basti uns hier alles noch Schlaues rausgesucht hat. Also, im Originalen schaffen sie 150 Hektar am Tag, aber nicht mit einem Häcksler. Und es gibt ein Video bei YouTube von 2013. Also, Fleißaufgabe. Jeder mal schauen. Also hier hat einer im Forum geschrieben, der fährt den gleichen Häcksler wie wir, ein Jaguar 980, und der schreibt, wenn es gut läuft, circa 28 Hektar am Tag. Also die 150, das bezieht sich bestimmt auf 2-3 Häcksler oder mehr. Also ja, ich weiß ja auch nicht, ob das immer alles richtig ist, was hier im Netz verbreitet wird. Schreibt einer 30 Hektar. Ja, das wird schon so sein. Wir haben ja auch einen 10-Reiher, glaube ich, hier. '93. Kann ich schon nochmal den Abtanke von Mai könnte mehr. Nö. Machst du nicht mehr mit? Nö. 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 Ne, ich habe eigentlich genug vom Häckseln. Oh, irgendwas ist jetzt gerade nicht gut hier. Was denn? Na,
Mein Spiel ist stehen geblieben, also ich habe keinen Spielsound mehr. Und ich sehe Mike noch rumrennen, ich kann nichts mehr machen hier. Ist es nicht immer auf derselben Stelle hier? Weiß ich nicht, ist da schon mal einer rausgeflogen? Haben wir nicht immer hier versucht zu düngen? Nee, das war nicht hier. Okay. Aber ich kann weder aussteigen noch sonst was, es ist alles eingefroren. Ich sehe dich zwar rumrennen. Also machst du auch nicht mehr mit? Naja, ich würde jetzt einfach, musste mal erstmal aus dem Spiel gehen, ich muss es abwürgen. Ja, ich glaube, wir beenden sonst das hier. Ja, E12:30. Oder ja, machen wir es so, genau, dann haben wir jetzt ein Standbild halt und gut ist. Also, ich meine, die Zuschauer sind jetzt auch ein paar weniger geworden. Ich denke, wir sind alle ein bisschen müde. Ja. Nächste Woche geht es ja weiter an derselben Stelle. Genau, vielleicht sitzt der René dann immer noch da. Man weiß es nicht. Na, dann gucke ich von oben zu. Herrlich, super. Ich sehe einen, alle vorn und ich kann nichts machen. Okay. Raus aus dem Fahrzeug. Also, das war's. Also die Leute, die bei mir reinschauen, ich würde jetzt mal hier den, zumindest das Bild, das Live-Bild beenden. Und bleibe aber noch mit dem Ton dabei und denke ich, dann werden wir uns vielleicht doch alle mal verabschieden, oder? Ja. Ich muss noch mal schnell zum Silo hinfahren und mal gucken, wie es da aussieht. Naja, so viel sieht man da gar nicht, ja? Nein, nicht wirklich. Nee. Ist ja wirklich nur hinten so ein Drittel hinten oder sowas da. Jetzt 1,7 Millionen. Vielleicht hat er das Feld wirklich hier oben irgendeine Macke. Ne? Holger, wir haben ja auch versucht mit der Spritze. Die eine ging wieder nicht zu fahren und die andere fuhr. Genau. Kannst du jetzt was machen? Kann nichts machen, nee, ich habe keinen Sand mehr. Nee, kann weder ein- aussteigen. Alles. Das ist das Kuriose, dass ich im Fahrzeug festsitze und doch sehe ich euch laufen, vorn. Also ich kann noch alles machen, ich tue jetzt gerade abkippen. Bei mir läuft es auch einwandfrei. Bei mir auch. Nur der René macht nicht mehr mit. Nö, nee, ich bin raus aus der ganzen Sache. Der hat was gehört von Feierabend, hat gleich aufgehört. Ja. Kein Bock mehr. Da bin ich als erster dabei. So, ich habe auch leer. Dark Wolf, ja, gute Nacht. Nächsten Samstag zum Häckseln. Vergiss es, ich sitze hier fest. Ich hoffe, dass mir einer noch einen Kasten Bier bringt und dann ist gut. Gucke ich mir die Sache von Weitem an. Warte mal, hier, Bier. So ein Kack. So, Tokyo Park schaut noch rein. Hallöchen. John Deere 9RX war auch noch da. Hallo. So, jetzt habe ich auch mal Zeit hier. Lasse Tüf. Hallo. Die haben auch manchmal Namen. So, ja gut. Ich würde sagen, wir beenden das mal. Seid ihr noch da hinten? Ich bin jetzt. Ich komme noch mal rüber, aber. Also zum Abladepunkt, aber von meiner Seite aus könnten wir das beenden, wenn jetzt so ist, kein Thema, also. Genau, kommt da alle nochmal ins Bild hier und dann sag mal Tschüss. Winke, winke. Da bei der Tankstelle, nicht bei der Tankstelle. Bei der... Nee, dort wo wir begonnen haben, am Abend. Zum Häckseln. Jetzt fällt mich irgendwie jetzt gar noch zum Feierabend noch verfahren, ja. Ach Gott, nee.
Das ist halt, wenn man auf Inneneinsicht schaltet. Okay, einmal im Teich rum, dann bin ich schon da. So, schau mal, René, die Geier kommen auch schon. Was die nicht wissen, dass ich eine Schrotflinte hier hinterm Sitz habe. Gibt's viele kleine Geierchen. Tote. Gibt's da jetzt einen Mod dafür? Habt ihr das schon gehört? Ein Krähenmod. Ja, dass er irgendwie diesen Töne nachmacht, habe ich auch noch nicht. Ich habe mir's angehört, klingt gut. Ist gut gemacht. Aber ich weiß nicht, ob man das braucht. So, jetzt fehlt der Holger noch. Ich laufe ja schon, ich laufe schon. Ach, laufen! Nimm doch einen Kärcher und flieg. Ja. René sitzt so angespannt hier drin. Ja, ja, ich bin total verspannt hier. Ich komme nie raus aus der Karre. Der Freddy hat mich eingeschlossen hier. Ich glaube, die Klimaanlage hat jetzt auch noch den Geist aufgegeben. Mann, Mann, Mann. Ich habe gesagt, Freddy, du kriegst kein Bier mehr und jetzt hat er die Kiste hier drin stehen sehen. Mach doch ernst, Zweitschlüssel. Ja, richtig, fast. Nur noch aussteigen und ein paar Meter laufen. So, kannst du mal den Trecker ausmachen? Ich höre nichts. Okay. Also, so wie es bei mir jetzt gerade ist, wer da reinschaut, noch, so klingt es wahrscheinlich, wenn wir alle Elektrotraktoren dann fahren. Macht's nur noch. Schnell. Wo war das eigentlich? Als Beifahrer einsteigen? Also, der hat keinen Beifahrersitz, oder? Doch, doch. Y drücken, oder? Was? Die Umschalt. Umschalt links und Y zugleich. Aha. Schönen guten Tag. Guten Tag. ich kann aber nicht ausschalten. Ne? Wie viel passen denn da rein auf dem Beifahrersitz? Bloß einer. Wolltest du zu mir am Schoß kommen, oder? Nein, nein. Oh, jetzt macht ihr so das Zeug hier bei mir im Traktor. Jetzt komm raus, wir wollen hier Schluss machen. Trefft euch im Darkroom. Ich kann nicht raus, hallo. Jetzt komm schon, tu nicht so. Ich würde ja gern, es geht nicht hier. Er ist aber auch was stur. Das ist wieder ein Fleißbienchen verdienen, ja. Oh, Mann, genau. Also, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag, einen schönen Wochenstart und ja, mal schauen, ob der René nächste Woche auch noch hier drin sitzt. Ja, genau. Ich wahrscheinlich schon verfault in der Kiste da drinnen. Naja, egal. Gibt's denn so ein Skelett-Mod? Gibt für jeden scheißen Mod. Also. Ja, wie gesagt, auch von mir alles Liebe, alles danke fürs Zuschauen und wer noch Lust hat, ein paar Minuten sind wir noch im Discord und da können wir noch ein bisschen quatschen. Aber heute nicht lang. Genau. Von mir auch danke und an alle, die mitgeguckt haben und bis zum nächsten Mal. Ja, Dankeschön von mir und ein schönes Wochenende allen. Richtig. Vor allen Dingen unser Azubi, der Holger, erster Tag heute, wirklich schönes Arbeiten, schönes, angenehmes Spielen. Dankeschön. War gut, war richtig gut, hat Spaß gemacht. So. Okay. So. Gut, ich würde jetzt mal den Ton wegnehmen und dann so langsam hier die Sache runterfahren. Ich auch. Also bis gleich im Discord, ciao. Bis gleich, ciao.